Und somit kommen wir denn zu G2 gegen Empire an Spieltag 6, Match Nummer 2. 90% sind dafür, dass G2 gewinnen wird. 10% sind dafür, dass hier Empire gewinnen wird. Ich schließe mich sogar dieser Vermutung an, dass G2 hier gewinnt. Das habe ich auch bei Sixclusive gesagt gehabt. Empire zurzeit überhaupt nicht auf dem Dampfer. Darüber hatte ich auch mit Harris diskutiert gehabt, ob wir der Meinung sind oder ob er auch der Meinung ist, dass bei Empire was sich im Backup-Stuff tun muss. Er ist der gleichen Meinung, so wie auch ich. Und das bin ich schon eine ganze Weile, muss ich halt sagen, dass bei Empire irgendwas in Argen liegt, was nicht nur unbedingt auf die Spieler abzuwälzen ist, nämlich auch auf den Backup-Stuff im Hintergrund, weil die sich irgendwie massiv schlecht anpassen, geschweige denn halt mal irgendwie strategiemäßig mal anders aufspielen. Und da muss ich den Jungs wahrscheinlich mehr Möglichkeiten aufzeigen, was halt irgendwie der Backup-Stuff scheinbar im Hintergrund nicht tut. Das ist jedenfalls meine Vermutung. Man kann aber auch dazu sagen, es kann auch daran liegen, vielleicht hören die gar nicht auf ihren Backup-Stuff, ne? Also du kannst ja die krassesten Coaches und Analysten und alles Mögliche haben. Wenn die Leute dir was mitteilen und du das halt nicht nutzt, dann bringt das alles nichts. Aber wir schauen uns das mal an. Geht auf Consulate und damit ab die Post. Mit Kajak gemacht. Die Frage ist, wie erfolgreich wird es? Das werden wir aber nicht heute sehen. Das werden wir am Jahresende sehen, wenn wir wissen, wo steht G2 in der Weltrangliste. So sieht es nämlich aus. Was ganz interessant wird, ist halt eben noch, wir haben ja noch immer das Six Invitational des letzten Jahres sozusagen vor uns. Und da kann man schon mal so einen kleinen Daumenabdruck nehmen. Denn dort werden sie mitspielen, werden dort auch unter dieser neuen Flagge, also unter dieser, was heißt neue Flagge ist es ja nicht, aber unter diesem neuen Roster einfach spielen. Und da kann man vielleicht auch schon mal gucken, wo steht man denn aktuell. Aber klar, am Ende des Jahres wird das nochmal was anderes sein, denn man wird wachsen. Da bin ich ganz, ganz sicher, das hatten wir ja vorhin, G2 wächst gerade mit ihren Aufgaben. Und ihre Aufgabe ist gerade bannen, deswegen schauen wir mal, was gebannt wird. Ja, Nomad wieder, haben wir eben schon gesehen. Mhm. Auf Consulate, ich habe sogar, auch wieder ja noch gesagt, Consulate in der Map, da sieht man sie wahrscheinlich noch öfter gebannt, weil einfach ihre Airdrop-Launcher so massiv stören beim Verteidigen. Mhm. Valkyrie finde ich absolut verständlich. Hibana finde ich total gut, weil eine von zwei Hardbreachern über Distanz. Und mit der Hibana kannst du einfach, wenn wir jetzt mal die Größe des Breaches vernachlässigen, mehr aufmachen als mit Ace. Mhm. Du brauchst ja allein für Ace, für ein Hedge, 2 von 3 Selma-Charges. So, das heißt, du zwingst den Gegner hier an dieser Stelle fast Maverick oder Thermite noch mitzuspielen, wenn man denn ordentlich viel aufmachen will. Und wie wir hier sehen, Empire attackt zuerst und sie entscheiden sich nur für den Ace. Und es wird Akkas Tellers, also spannend. Ja, generell sagt man ja auf der Map, oder es war zumindest eine Zeit lang so. Aber ich bin jetzt gespannt, wenn wir jetzt Archive Tellers spielen, ob wir hier auch einen horizontalen Aufbau sehen. Das haben wir letztes Mal zum Beispiel von G2 mal gesehen gehabt, dass sie sich dafür entschlossen hatten, so schnell wie möglich über Garage reinzukommen und hier so schnell wie möglich, na, das wollte ich jetzt nicht zeigen, hier so schnell wie möglich mindestens 1 bis 2 Spieler zu etablieren, die die Lockers Control halten und der Rest hat dann ganz normal oben hin zur Side aufgebaut gehabt, vielleicht sogar nochmal über Admin. Das fand ich an sich ganz schön, weil umso schneller du hier jemanden kriegst, der hier unten steht, und so mehr kannst du das freie Gameplay hier unten der Defender einschränken. Mal gucken, ob das eben Empire auch hinbekommt. Es gibt auf dem Upper Floor gar nicht so viel zu breachen. Also da ist, sag ich mal, ein Hardbreach gar nicht unbedingt notwendig. Jetzt haben wir aber über die Zeit gemerkt, Topfloor, CEO, ist gar nicht mehr so der Place to be. Der hat sich eben genau hierhin verschoben, auf ja, Archives und Tellers. Und dort hingegen, finde ich, ist ein Hardbreach schon essentiell, um dort so ein bisschen auch aufzuspielen, um sich da auch so ein bisschen Vision aufzumachen auf die verschiedenen Floors. Denn du weißt ja im Endeffekt nicht, wie spielt der Gegner? Spielt er da jetzt aktiv zum Beispiel mit einem völlig verbarrikadierten Tellers oder mit der Rotation Richtung des Sayers? Man hat hier oben zum Beispiel auch, wir sehen es hier gerade in dieser Small Kitchen, auch immer noch die Möglichkeit, da mit dieser Mira zu spielen und vielleicht willst du die dann auch noch mit rausnehmen. Das kannst du natürlich mit dem Hardbreach auch gut bewerkstelligen. Kurz ein paar Pellets ran und Dankeschön. Also all in all hat sich das schon so ein bisschen verschoben, dass man den Hardbreach gerne doch mal mitnimmt. Ich würde auf beiden Seiten übrigens widersprechen. Oder zumindest Einwände haben, Fox. Okay. Ich finde, auf dem Topspot musst du einen Hardbreacher mitnehmen, weil du musst im Zweifel Yellow Stairs oder auch oben das Frontdesk, diesen Longdesk, breachen. Und Archives Tellers ist ein bisschen abhängig, wie du es ausspielen willst. Du hast recht, wenn man jetzt sagt, man will zum Beispiel über die Garage gehen, dann brauchst du natürlich einen Hardbreach, um vernünftig in die Garage reinzukommen. Aber wenn du jetzt ganz klassisch über Visa reingehst und sagst, naja, die Verteidigung verteidigt im Basement, wir müssen eigentlich nur auf C4 hineingehen, dann brauchst du ihn nicht. Was wir hier jetzt aber bei G2 sehen, ist... Hier möchte ich mal anmerken, wird die Runde stehen und fallen mit Kajak. Also das ist halt immer wieder so, Puls ist sehr, sehr ausschlaggebend für einen Runden-Win, egal ob Defense oder Attack-Seite. Gegen die Attacker den halt raus, haben sie eine hohe Wahrscheinlichkeit, hier die Runde zu gewinnen. Bleibt Puls so lange wie möglich in der Defense erhalten.
gewinnen im Grunde meistens immer die Defender. Mal gucken, ob Kayak es schafft, so lange wie möglich zu überleben und halt damit dann auch im Nachhinein die Runde zu gewinnen. Aufbau für Tellers, der mich ein bisschen freudig stimmt, denn was sehen wir normalerweise, was haben wir auch am Freitag gesehen? Alle fünf Spieler gehen ins Basement. Wir spielen ordentlich mit C4 und versuchen nur den Plan abzuhalten und ordentlich Kills zu machen. Und G2 spielt hier mit mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Leuten, zwei Leuten oben. Das heißt, Empire ist gezwungen, oben reinzugehen und Empire eröffnet gegen G2 mit dem Kill von Dan und Kandora Ketty und da kommt das C4 von Kayak gegen Joystick. 4-4-Situation. Ja, also ich glaube, das ist immer ein bisschen taktisch auch abhängig davon, ob du so spielen willst oder nicht. Ich glaube, dieser Baguette-Breach, der ist halt, den kann man machen, das ist ein guter Comfort-Breach, aber er ist kein essentieller Breach. Denn häufig wird das ja doch ein bisschen anders angespielt. Aber ist vielleicht auch ein Thema für eine längere Abenddiskussion. Ne? Da kann man, glaube ich, auch sich einfach drüber streiten, wie spielen die Leute da und braucht man das, braucht man es nicht. Wir schauen stattdessen mal, was denn tatsächlich hier gespielt wird. Und das ist, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr freudig zu begutachten. Zumindest von G2's Seite aus. Dan holt sich hier Kayak, Virtue holt sich weiter. Insgesamt sehr ausgeglichen. Always legt sogar nochmal nach und holt sich Virtue raus. Und damit haben wir jetzt die Überzahl bei Team Empire, bei der 1-Minuten-Marke. Und jetzt hat im Grunde, wie ich ja gerade gemeint hatte, G2 schon verloren, da sie Puls verloren haben. Erstmal schön, denn jetzt hat man zwei Leute, die aktiv diese zwei Floors eben retten müssen. Boah, Citizen, ja, Snack to go an Dan. Da hat er gut gewartet, hatte die Info scheinbar da brühfrisch bekommen, dass der sich dort bewegt und musste, oh, dieses Bullet holen, aber man holt ihn sich. Citizen spielt einfach gegen Always. Außer Empire ist mal wieder ein bisschen stupido und hält nichts davon, nochmal reinzudrohen. Und rennt stattdessen in jeden Gegner rein, der gerade irgendwo rumsteht. Finde ich gut. Aus dem Spiel rausgenommen. Und jetzt kommt noch, ich wollte gerade sagen, kommt jetzt das C4? Ja, es kommt in die falsche Richtung. Shepard interessiert das dort erstmal nicht wirklich, hat aber das Problem, dass 30 Sekunden nicht mehr viel Zeit sind. Und der muss jetzt dort alleine gleich den Visa-Bereich saven, denn jetzt wird sich alles in Bewegung setzen bei G2, um ihn dort rauszubekommen. Und die Positionen sind gar nicht mal schlecht, denn Citizen könnte von der Side kommen, hat also da die Vision genau auf seinen Rücken, während man über die Circle Stairs dann den Push machen kann. Also diese zwei Seiten, über die man jetzt hier attackt, die sind jetzt schon unangenehm und Uno Meister regelt da auch schon. Es ist, also da brauchst du schon wirklich noch Leute, die irgendwo noch eine Cam stehen haben, dass du das als Attacker... Also das ist halt echt traurig, muss ich sagen, von Empire. Oh Gott, das ist echt sehr enttäuschend. Die kriegen schön die Frags, holen sogar Puls sehr früh raus. Sind denn 3-2 und rennen halt nur irgendwo rum und lassen sich da wegballern, als vielleicht nochmal eine Überzahlsituation zu nutzen, um dann nochmal ordentlich durchzudrohnen. Man muss auch dazu sagen, ich denke mal nicht, dass die damit gerechnet haben, dass noch irgendwer die Spiral Stairs bespielen wird. Also die Stairs, die wir hier gerade links sehen, rechts von meiner Kamera hier, oder da von meiner Kamera. Aber trotzdem, das ist halt so ein Versäumnis, was im Grunde nicht passieren sollte. Das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Sie haben es oben schön geschafft gehabt, haben von mehreren Seiten aufgebaut gehabt. Sie haben nicht direkt gegen Basement angespielt, was ich halt sehr schön gefunden hätte, ist aber ja nicht eine Notwendigkeit, weil im Grunde geht es ja darum, die müssen ja mit ihrem Gameplan zufrieden sein und nicht ich, ne? Und sie haben halt diesmal über Master hin angespielt. Sie hatten draußen einen oben am Skylight gehabt, der dann halt das Positioning bei Spiral Stairs hier denied. Und sie hatten halt Leute, die ganz normal über Admin und über Copy aufbauen. Alias Printer, Copy, Printer. Und haben von mehreren Seiten halt versucht, erstmal die Kontrolle über oben zu kriegen, um dann von da aus runterzuspielen. Jetzt haben sie die Kontrolle über oben gekriegt, haben dabei Frags gesetzt, haben dann aber halt schlecht runtergespielt. Und das ist halt eigentlich sehr unschön gewesen, dafür, dass sie doch so eine sehr solide Attack aufgezogen haben. Dann auch ausspielen kannst. Ja, vor allen Dingen gegen Citizen und Uno, ne? Also Citizen drückt, hat auch am Freitag ordentlich umgedrückt. Der Typ hat ja richtig Bock in letzter Zeit. Absolut. War ja immer schon ein starker Spieler. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, Mensch, ne, jetzt ist das eine Runde, die kann Empire gewinnen. Und das würde denen auch mal ganz gut tun. Ja, und dann habe ich es innerlich anscheinend gejinxt, denn G2 holt sich die Runde in der Postplan-Situation. Und ziemlich entspannt. Also ich finde ja diese Facecams sehr, sehr gut, weil man einfach auch ein bisschen die Mimik und die Gestik der Spieler wahrnehmen kann. Und es wurde geplantet und man hat erst ganz kurz Uno und dann Citizen gesehen und sie haben miteinander gesprochen. Wir wissen natürlich nicht, was gesprochen wurde, aber man verfällt ja nicht in Panik, nur weil da jemand plantet. Das heißt, okay, wir haben danach 45 Sekunden und es wurde gesagt, der eine geht halt über den Hallway, der andere rotiert unten über Space und rum, um halt eben dieses Frag-Potenzial auszuschöpfen, dass man halt auf einen Refrag von der anderen Seite gehen kann, weil das ist für den Spieler in der Unterzahlsituation das Schwierigste, dass du nicht... Und hier bin ich jetzt mal gespannt, wie Empire aufbauen wird, weil wir haben Ace dabei. Wenn wir Ace dabei haben, ist das meistens prädestiniert dafür, dass du einen Aufbau machst über Admin hin zu Meeting, die Meeting-Wand auf Breach, Meeting-Wand weg smokes und da den Breach reinsetzt, damit du denn auf Meeting spielen kannst. Was wir jetzt auch gerade gesehen haben, ist, G2 ist scheinbar nicht darüber oder nicht daran interessiert, scheinbar wirklich ordentlich Yellow Stairs zu halten, da wir gerade auch im Full Reinforce vom Bathroom hin zu Yellow Stairs gesehen haben.
und dann nochmal eben von Desk hin auch nochmal zu Bathroom. Also ich denke mal nicht, dass man das mitbespielen möchte. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie die das ausspielen mögen. Im Grunde haben wir letztes Mal eine sehr schöne Defense gesehen gehabt von Team. Ich weiß gar nicht mehr, welches das halt war. Da haben wir diese ganze Connector-Wand aufgeballert, hier mit einem Schild gespielt. Ich glaube, das war Vitality. Und dann haben die es von Meeting aus die ganze Zeit geschafft mit diesem Schild und Maestro dahinter, die ganze Zeit alles ins CEO zu denyen, was dann kommen mag. Das war eine wirklich wunderschöne Strategie gewesen. Sowas hat man bisher lange nicht mehr gesehen gehabt, dass da mal ein paar Anpassungen gemacht wurden. Bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob G2 wieder hier eine Reinforce setzt und die Rotation hier reinsetzt. Lassen wir uns mal überraschen, weil das geht halt darum, wenn du jetzt hier die Reinforce setzt, so kannst du von hier aus immer die Rotation abdecken. Sonst hast du hier halt immer den Longtable als Rotationsdecker für halt den Spieler, der halt immer links und rechts rotieren möchte, ne? Also, dass du hier normal ein Positioning halten könntest, tendenziell, wenn keiner draußen an Spiral appelt. Zwei Seiten im Gegner. Aber nein, sie haben diesmal die Rotation gleich links gezogen, okay? Wenn du den vielleicht war es letztes Mal denn doch nicht so förderlich für sie. Trackst, musst du dich einmal komplett rumdrehen, um den zweiten Spieler zu bekommen. Das ist tatsächlich auch ein mechanisches Kunstwerk, was nicht viele Leute, glaube ich, so richtig gut hinbekommen. Und das hat G2 dann einfach gut gemacht. Und da sieht man halt wieder diese, ja, schon auch diese Professionalität, in Anführungsstrichen zu sagen, wir verfallen hier nicht in Panik. Mhm. So, Kajak wollte seine Claude in den Schrank packen, hat aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hat sich gedacht, ich bin raus, ich packe jetzt oben drauf, fertig. Ja. Das ist eine Vase, da kommt Blumen rein, durch ist, ja. Kann man mal machen. Hat aber, glaube ich, nicht den Impact, den er sich da erhofft hatte. Und damit gehen wir in Runde Nummer 2. Empire, muss man sagen, hat sich gerade ganz gut angestellt. Und könnte auf diese... Und das sieht halt nach einem schnellen Engage zu CEO aus, dass man halt probiert, das Yellowstairs zu holen, denn eben CEO clearballert. Ja, man kann da wirklich von clearballern reden, dass man diese ganze Area hier clear macht. Dennoch vielleicht Connector-Kontrolle sucht und dann halt auf ein Plant hier geht. Erfahrung, die sie jetzt vielleicht auch mit G2 gemacht haben, aufbauen. Die Frage ist nur, wie viel wert ist das Ganze? Denn man hat jetzt eben einen Spot ausgepackt, der vielleicht gerade nicht mehr aktiv so viel gespielt wird. Wir sehen CEO, was mich sehr, sehr glücklich stimmt, denn ich sehe den eigentlich sehr, sehr gerne, diesen Spot. Ob man das, was man dort vorne jetzt bei Visa mitgenommen hat, hier hinten auch anwenden kann. Denn G2, und das muss man einfach auch mal so sagen, ist sehr wandelbar. Und kann vor allem auch auf verschiedenen Spots sehr unterschiedlich defenden. Das macht sie so gefährlich. Auf der einen Seite siehst du mal sowas und auf der anderen Seite siehst du was ganz anderes. Man will natürlich jetzt auch hier diese Double Windows erstmal unter Kontrolle bekommen. Die sehe ich immer so ein bisschen kritisch. Also entweder hast du da wirklich den Riesen-Impact oder du bist da auf dem Präsentierteller. Kanturaketti sehe ich da zum Beispiel schon, der diese Windows gut gerade abengelt. Und man verlässt jetzt auch diese Zweier-Situation dort, um vielleicht noch... Jetzt sollten sie mal gucken, dass sie vielleicht noch Connector-Window kriegen. Dazu müssten sie aber tendenziell erstmal eine Claimer auf dem Balcony raufkriegen. Support auf eine andere Art und Weise zu geben. Und dafür haben sie halt leider keine Utility mehr. Interessanter Entry ist, je nachdem, wie es verbarrikadiert ist oder auch nicht. An der Stelle ist es tatsächlich komplett verbarrikadiert von den Wänden her. Das heißt, man kann nicht durch die typischen Wände schießen. Always eröffnet hier auch an dem Neuling Kajak, dem man vielleicht sogar ein bisschen Unrecht tut, ihn da Neuling zu nennen, denn er hat ja auch seine Rainbow Six-Geschichte und ist einfach nur das neueste Mitglied bei G2. Und wir haben ja am Freitag erfahren dürfen, er fühlt sich bereits sehr, sehr wohl. Er nennt das auch sein zweites Zuhause, was mich sehr, sehr glücklich stimmt, dass man ihn da so gut aufgenommen hat. Mit dem man jetzt hier auch arbeiten möchte. Nochmal der Druck auch von der Downside, das Ganze vielleicht darüber auch nochmal vision-technisch zu öffnen, da auch nochmal Support zu geben. Yellowstairs ist auch schon unter Beschlag, aber so richtig ist man noch nicht da. Man arbeitet noch vor und lässt sich jetzt bei G2 auch ordentlich zurückfallen und lässt sie gewähren, um dann zuzuschlagen. Denn das war halt wichtig, dass sie da das Evil Eye rausgekriegt haben. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Echo Cam jetzt noch was macht. Wir haben jetzt mittlerweile Kontrolle über CEO, wir haben einen Spieler drin in CEO, wir haben im Grunde die Vision Unite, die wir gerade gesehen haben, also Empire, wenn wir jetzt gerade Empire sind. Wir haben Yellowstairs Control, wovon wir aus natürlich hier nochmal CEO halten können, dass nicht wieder einer hin und her rotieren kann. Mal plus, so zuschlagen, wir haben sogar, wenn ich richtig gesehen habe, da sehen wir es gerade, es müsste Bug sein, der auf Balcony sitzt. Und somit haben wir jetzt halt ein schönes Crossfire oben, dass wir Yellowstairs haben, diesen Bereich hier abdecken können, also Desk und Waiting, alias Connector. Und wir haben jetzt nochmal einen auf dem Balcony, der die Leute, die jetzt mal rotieren wollen, von Admin eben, von Meeting hin wieder in Connector eben abfangen können. Irgendwie mit diesen Windows da arbeiten zu müssen. Jetzt hier auch nochmal wunderschön mit Echo gearbeitet. Muss jetzt also hier die Drohne rausnehmen und einen zweiten Planversuch auch angehen.
der an der Stelle wieder denied wird mit einer sehr, sehr schönen Drohnenaktion. Da kommt Nummer 3, man kriegt es nicht raus. Das meine ich, ne? Man kann das so schön spielen, auch ohne die Möglichkeit, sie unsichtbar zu machen. Und man kriegt die Drohne da nicht raus. Und nochmal wird das Ganze denied. 4 Sekunden noch. Das wird, glaube ich, jetzt sehr schön. Man holt den Blazer raus und das ist so schön gespielt von G2. Clever und irgendwie frech. Also, weißt du, das ist nicht nur schön gespielt, das ist auch schön mit Team Empire gespielt. Ja, absolut. Also, es wirkte gerade eher wie so im Schuljargon, würde man sagen. Also, da würde ich halt sagen, da hat man das halt wirklich gut ausgespielt mit der Utility. Man hat halt erstmal viel Utility aufgewandt, weil man halt wusste, dass sie wahrscheinlich auf den CEO-Go gehen werden. Ist, wie gesagt, tendenziell meines Erachtens immer noch der fähigste Go halt, um CEO halt anzuspielen und Meeting, dass man dann so schnell wie möglich gegen CEO anspielt. Haben da viel Utility aufgewandt, um so lange wie möglich den Entry in die Area zu denyen. Haben den Leuten halt auch die Yellow Stairs überlassen. Und haben die mit Absicht da dann irgendwann reinspielen lassen, damit wir dann halt das mit Echo eben ausspielen können. Und man hat halt wirklich gesehen, wir haben da zwei EVLs gehabt, wir haben da Reinforcements, wir haben da Aruni Gates gehabt. Da ging es halt wirklich darum, die sollen erstmal ganz viel Utility aufwenden, damit sie abgelenkt sind irgendwann von den Echo-Drohnen, damit diese dann halt kommen können, das Positioning marken, den Plant hinein, damit die anderen Leute nochmal von unten gegen spielen können. Und daher sollte man eigentlich schon gucken, dass man halt darauf achtet, dass unten im Piano oder halt Lobby keine Spieler vorhanden sind, damit sie nicht von unten den Plant hinein können. Der 10-Klässler zieht den 2-Klässler an den Haaren über den Schulhof. Ja? weil so wirkt es ein bisschen. Man macht ein Entry, man hat relativ lange gebraucht, um die Maestro-Cam wegzubekommen, die da ja neben den Double-Windows hingen. Da hat man ja irgendwie alles reingejiedet. Und dann kriegt man die erste Echo-Drohne zeitnah. Aber Virtue hat das einfach gut gespielt. Man nutzt sich einfach den Drop hinten. Und wenn ich, also das Problem ist in dem Moment, der plantende Spieler, der wird mega angenervt gewesen sein. Ja, und jedes Mal knallt es da hinten aus der Ecke irgendwie so ein Schall rüber. Das Problem ist, du hast als Attacker nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du rein, also rappelst dich auch rein durch die Double Windows, um halt diese Yukai da rauszuholen. Damit bringst du dich aber massiv in Gefahr. Oder du nimmst mal irgendwie die Yellow Stairs ein und versuchst darüber Druck zu machen. Mhm. Und beides war irgendwie nicht vorhanden. Ich glaube, man hat so ein bisschen gegambelt nach dem Motto, irgendwann wird Virtue schon keine Lust mehr haben. So, ja, aber falsch gedacht. So, dem hat das einen Heiden Spaß gemacht. Und man war ja auch so, sag mal, zweimal vielleicht kurz davor bei Team Empire, diese Drohne dann endlich zu bekommen, ja. Aber am Ende war es ein Five-Head-Move. Und G2 zeigt uns, das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt, wie man die Yukai spielt, auch wenn sie nicht mehr unsichtbar sind. Ja, und das war irgendwie so ein bisschen auch das, wo ich anfangs gesagt habe, oh, da muss ich ein bisschen schlucken, dass sie nicht mehr unsichtbar ist. Und auf der anderen Seite dachte ich, okay. Die haben die Yukai-Drohnen schon dementsprechend massiv angepasst, dass sie schneller aggressiv spielen können jetzt. Es war halt sehr frustrierend für viele Leute, weil man die Drohnen nicht finden konnte, weil sie unsichtbar waren. Dann hat man das ja weggenommen und hat sie dafür schneller einsatzbereit gemacht. Deswegen ist Echo halt immer noch valide zu spielen, weil die Drohnen jetzt halt schneller an der Wand haften, schneller halt eben aktiv sind und damit halt schneller gegen die Defender, gegen die Attacker anspielen kannst mit der Drohne. Also man hat schon das irgendwie wieder ausgeglichen, dass der eine Effekt weg ist. Jetzt sind mal die richtigen Rainbow-Spieler gefragt. Wie kann man ihn trotzdem spielen und mit dieser Drohne irgendwie pfiffig arbeiten und sie auch irgendwo zu verstecken, wo du sie dann im Late-Game gut gebrauchen kannst? Und die hat man gerade gesehen. Tja, easy snack to go, würde man an der Stelle sagen. Das hat man einfach so fein gespielt mit dieser Hedge. Was will man da mehr? Was ich ein bisschen wunderlich finde übrigens, ist, dass man ja auch unten im Erdgeschoss unterwegs war bei G2. Dadurch hat man ja überhaupt erst den Kill bekommen, warum man bei Team Empire keinen unten reinschickt. Dann hättest du da auch das Problem mit der Drohne nicht. Naja, man ist ja tatsächlich dann unten reingegangen, weil man den Call hatte, ey, die kommt da ständig hochgeflogen, wurde dann aber abgesnackt. Also man kam nicht weiter bis zum Türrahmen. Mhm. Aber wenn ich eine Drohne und einen Spieler da unten habe und weiß, dass ich auf Plan spielen möchte, dann ist der Spieler unten das Gefährlichste, weil die horizontalen Spieler, die kann ich irgendwie noch im 1 gegen 1 holen. Mhm. Da kann ich zurückschießen. Das geht vertikal immer nur so bedingt. Das heißt, die Priorität 1 muss eigentlich sein, unten rausgehen und da clearen. Vor allen Dingen, wenn die Echo drunter ist. Oh, jetzt mit dem Opening. Erneut mit dem Opening. Also da sind sie gar nicht so schlecht unterwegs. Das geht ganz gut und man hat Glück, dass Virtue jetzt hier mit Pulse und nicht mit Echo spielt, muss man fast sagen. Ja, das stimmt. Obwohl ich bei Virtue nicht ganz unsicher bin, ob das nicht vielleicht genauso gefährlich wird. Dan holt sich hier Citizen. Arbeitet da auch nochmal schön. Das hat leider nichts gebracht, muss man dazu sagen. Man hat die ganze Zeit auf der Hedge in Lobby geheidelt. Und gehofft, dass man da einen Frag kriegen kann, um sich dann runterdroppen zu lassen mit der Hilfe von Uno. Hat leider nicht geklappt, so. Schade. Vielleicht genauso gefährlich wird. Dan holt sich hier Citizen. Arbeitet da auch nochmal schön gegen.
Und ja, hier Virtual, der ist gerade am Informationssammeln und das darf man nicht unterschätzen. Vielleicht macht er keinen Kill zum Schluss, aber er holt gerade unheimlich viele Informationen für das Team ein, was vielleicht noch den Turn bringen könnte. Und vielleicht, wenn man jetzt auch gerade so diesen Hype mitnimmt hier von G2, muss man auf der anderen Seite gerade mal anmerken, Team Empire spielt gerade sehr solide, muss man einfach mal sagen, auch wenn sie noch keinen Punkt geholt haben. Sie sind aber immer nah dran, sich vielleicht da auch nochmal, ja, diesen nächsten Punkt oder diesen ersten Punkt für das Scoreboard zu holen, um dann einfach in den Swap zu gehen. Sieht auf jeden Fall schon mal angenehmer aus. Dan wird hier auch schon mal geinjured, kriegt nochmal ein Geschenk hinterher. Schönen Gruß von Scyther an der Stelle. Kajak holt sich Dan da eben noch raus. Das war eigentlich nochmal eine schöne Idee gerade, dass sie nach oben hin aufbauen und die Leute rausnehmen, die noch vertikal die Area halten oder noch vertikal aufbauen gegen den Spot. Das haben wir auch schon öfters mal bei anderen Teams gesehen, dass sie nochmal nach oben hin aufbauen. Zum Beispiel Kuvana ist auch so ein Team. Hier ist leider das Momentum nicht so passend gewesen. Sie rotieren runter und genau in diesem Augenblick kommen die Leute halt rein. Somit konnten sie den Entry halt leider nicht denyen innerhalb des Spots. Schade eigentlich. Der Planversuch, der auch durchgeht. Und das machen sie gerade sehr, sehr clever. Da jetzt immer wieder diesen Planversuch auch anzugehen. Man hat gemerkt, okay, Echo ist diesmal nicht dabei. Sollte also wesentlich leichter funktionieren. 3-2. Gefahr ist noch nicht gebannt, aber die Positionen sind sehr gut für Team Empire. Das muss man einfach sagen. Diese Garage vorne hat immer wieder ja, diesen Faktor. Man kann sie von oben halten, als auch eben von diesen Outside, ja, ich sag mal, Corners, die dort sind. Schön gemacht von Joystick. Vorhin haben wir noch von ihm gesprochen. Starker Spieler. Beweist er hier nochmal, warum er dort seinen Platz definitiv innehat bei Empire. Und ich glaube, das sollte jetzt nichts mehr werden, denn die Zeit ist schon weit drüber. Vielleicht noch ein Kill, aber selbst der ist ihm nicht gegönnt. Und Team Empire holt sich den ersten Punkt für Score. Wie gesagt, die Idee war nicht schlecht gewesen, aber war halt leider zum falschen Moment. Dafür war das Timing dann halt leider schlecht gewählt, weil sie genau in diesem Augenblick jetzt auf Reach spielen und dann halt auf Plant gespielt haben, während sie halt hochrotiert sind. Somit hat man halt nicht schnell genug oben die Area einnehmen können, um den Entry dann halt denyen zu können, damit man dann halt oben wieder Piano hält. Das hätte man vielleicht 10 Sekunden früher geschafft. Damit wäre man dann vielleicht oben durchgekommen und hätte oben wieder halten müssen. Somit hätte Empire wieder zurücklaufen müssen, oben wieder einnehmen müssen. Und das hätte dann zu den Rundenwinnen für G2 führen können. Und damit muss man schon mal sagen, sehr gut gemacht. Sehr motiviert sind sie heute. Und das ist so unfassbar wichtig, denn sie haben ja die ersten beiden Runden wirklich ja, auf komische Art und Weise verloren. Die erste Runde war eine Afterplan-Situation 2-1, wo Team Empire dann tatsächlich machtlos war, aber es bis dahin sehr gut gespielt hat. Mhm. Die zweite Runde hat man halt gegen eine Yokai-Drohne verloren, um es ganz böse zu sagen. Ja. Das ist dann schon ein bisschen bitter, weil beide Runden hätte man, also waren realistisch zu gewinnen auch. Und jetzt hat man sich diese dritte Runde geholt und das ist ja, von einem Standpunkt Team Empire aus gesehen sehr, sehr, ja, sehr wichtig. Ich nutze so oft das Wort wichtig, aber es ist sehr wichtig, denn sie sind bisher zweimal unglücklicher 7-5 gescheitert. Und das ist dann immer so dieses, hätten wir mal eine Runde irgendwann geholt. Und du musst jetzt aus Sicht von Team Empire versuchen, so viele Runden wie möglich hier in der Attack natürlich zu holen. Das ist ganz klar, das gilt ja immer. Aber du musst dir auch so eine gewisse Confidence hier gegen G2 erarbeiten. Du musst das Gefühl... Eigentlich ist dieser Six-Pick gerade so sinnlos gewesen, muss ich halt sagen, weil die sehen ja, welcher Spot gespielt wird. Da frage ich mich, wie man auf die Idee kommt. Ja, ich Six-Picke mal Kaid auf Puls, weil es ist eh klar, wenn ich Teller spiele, dass da halt Puls ausgepackt wird. Haben. Heute läuft es ein bisschen besser als an den Spieltagen, wo wir 7-5 verloren haben, denn heute ist es realistisch, dass wir hier Punkte mitnehmen. Wenn du am Anfang gleich so einen Schlag ins Gesicht bekommst über 3-4 Runden, das ist nie geil für ein Team. Finde ich ganz cool, dass du das so formuliert hast, weil da hast du absolut recht und es zeigt vor allem nochmal eins, dass man seitens Team Empire, ob man hier vielleicht heute gewinnt oder nicht, aber mit jeder Runde holt man sich eine gewisse Confidence wieder zurück, weil man gegen ein Team spielt, was einfach wirklich seinen Platz hat und auch einfach immer wieder über die Jahre hinweg sehr kontinuierlich gut gespielt hat. Und hier sich einfach so über die Runden ein bisschen Confidence für die kommenden Spiele auch zu holen, ist natürlich saugeil, wenn man hier gewinnt, was ja vielleicht sogar möglich ist, ne? Wir wissen ja nicht, wie das hier heute ausgeht. Das wäre natürlich so ein Aufschwung, den sie ganz bitter brauchen. Und der ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr gut tun will. Oh, schön gemacht. Dan hier, Kanto Raketti geholt. Der war da ein bisschen... Zum zweiten Mal hat man vom Skylight aus da einen Spieler holen können. Das ist schon traurig. Präsentierteller hat sich da ein bisschen, glaube ich, zu viel getraut an der Stelle, sich da frei am Baguette zu bewegen und dann vom Skylight abgesnackt zu werden. Das ist ja immer eine sehr bekannte Stelle. Gerade im frühen Spiel ist immer irgendwo einer am Skylight und guckt sich da Löcher in die Wand. Schönes Support-Gameplay, was sie gerade sehen, damit wir von unten nochmal das Mira nur halten können. Aber schon spannend, wie Empire immer wieder den Opening-Frag bekommt. Jetzt Kajak mit dem Headshot gegen Dan. Das ist ganz spannend. Kajak spielt unten die Position, um das Mira-Window oben zu beschützen. Deswegen hat man sich davor so eine Line aufgemacht. Das ist ein sehr schönes Supportive-Play, was die Jungs von G2 hier spielen. Mhm.
Jetzt kommt die Thatcher von Thyser irgendwo hin, vor das Mira-Fenster, glaube ich. Und da gibt es das C4 von Kayak. Und der gefällt mir so gut. Der kann mit Utility wirklich gut umgehen. Hat ja auch in der ersten Runde einen C4-Kill gemacht. Also das ist schon smart, wie er das hier ausspielt, der Brite. Jetzt kam da gerade eine Nade Richtung Uno, glaube ich. Aber Virtue wird rausgenommen von Thyser. Ich glaube, die Nade hat nur dazu gedrängt, sozusagen, dass der Spieler sich bewegen muss. Kayak hier in einer wichtigen Position. Der hat jetzt ein bisschen den Überblick oder muss den Überblick behalten für Uno und Citizen, die jeweils ihre Position halten, beziehungsweise Citizen jetzt hier auch am Vision oder Intel holen. Und natürlich gilt es auch wieder für die Runde, kriegen wir den Puls raus, sollten wir im Regulärfall die Runde relativ einfach gewinnen. Lass uns mal überraschen, ob das auch so kommen mag. Vorhin haben sie ja Puls nicht rausgekriegt und haben dann dementsprechend verloren. Oder ich muss gerade kurz überlegen. Nee, die haben Puls rausgekriegt, bloß haben dann halt das Ding verspielt, weil sie mit 3 gegen 2 nicht anspielen konnten. So rum war das. Schon wieder zu lange her. Wird schon alt. Drei wichtige Operator mit Mira Finster natürlich. Man hat also eine ganze Menge Vision und das muss Team Empire jetzt irgendwie kompensieren können. Und sie müssen zusehen, dass sie Utility rausbaiten. Ein C4 ist noch da, das wird man wissen. Und man weiß eben, dass G2 Esports auf dem Spot Intel hat. Intel erledigen, reingehen, versuchen zu planten, Utility rausbaiten und dann halt dieses Zeitspiel spielen mit 19 oder jetzt 16 Sekunden. Nicht mehr viel Zeit. Das C4 wird nicht connecten, weil Shepard da auf dem Schrank drauf ist und Uno hat es versucht. Mit Shot Citizen holt sich Stealth raus, damit Überzahlsituation, Postplant-Position für G2. Kayak, Uno und Citizen. So, Kayak ist jetzt dabei, gerade Intel zu holen. Wo ist der Spieler? Alter, was ein Brett. Schön. Gegen Uno, good night. Das sind so Bretter, so kennt man ihn ja eigentlich, ne? So kennt man ihn hier und so braucht Team Empire ihn auch. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. HP-mäßig hat Empire einen kleinen Vorteil. Jetzt geht man hier auf Diffuse und man zieht rum, man kriegt einen Kill an Kayak, stark gemacht. Stark gemacht von Joystick. Und Citizen wird das Ding hier nicht mehr holen. Stark. Schade. Team Empire gleicht aus zum 2-2. Stark. Also Respekt auf alle Fälle an Empire. Schöne Plant-Position. Haben halt mit den C4 nicht hinein können, was die Mira hatte. Da werden sie sich wahrscheinlich beim nächsten Mal da halt auch noch den Boden aufmachen, dass man gleich von unten besser auf den Schrank schauen kann oder halt von unten besser ein C4 hochwerfen kann zum Schrank, um das Positioning zu denyen. Haben sie auf alle Fälle eine schöne Plant-Position gefunden und dann halt schön abgeaimt und natürlich die Entries nach oben hin zu versperren. Das war halt wirklich nochmal eine sehr schöne Runde hier von Empire. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich hatte ja auch schon gesagt gehabt, im Grunde steht und fällt das meistens alles immer mit dem Puls. Den Puls haben sie nicht rausgenommen und trotzdem haben sie es geschafft gehabt, da eine gute Plant-Position zu finden und den Plant durchzubringen. Schöne Runde. Unerwartungswürdig. Also Empire heute bisher oder gestern gewesen sehr confident gerade, gefällt mir. Richtig stark. Und du sprichst es halt wieder nochmal an. Joystick war so lange Zeit einfach so ein Garant dafür, dass er immer wieder wichtige Situationen unter Kontrolle hält. Sagen wir es mal so. Er ist jetzt vielleicht nicht so der, wo man sagt, so boah, der geht dann jetzt hier mit 15 Kills oder so raus. Hat er bestimmt auch schon gemacht. Aber er bringt immer so eine gewisse Ruhe in brenzliche Situationen. Und auch gerade eben hat man wieder gesehen, er weiß, wo er sich positionieren muss. Und das hat er wirklich gut gemacht, auch da mit dem Diffuse, wo man gemerkt hat, oh, die sind jetzt da, dass er nicht sofort loshechtet, sich bemerkbar macht, sondern sagt, ich weiß, wie lange er braucht. Und diese Zeit nehme ich mir, um smooth um die Ecke zu kommen und ihn dann wegzusnacken, weil wir wissen ja, wo der Diffuser ist. Wo soll der sein? Der muss ja da irgendwo sitzen. Ne? Und das genau, das ist aber ja mittlerweile fast Standard-Mindset E-Sport, ja. Dass man solche Fehler eigentlich nicht mehr macht. Das Problem bei Joystick ist, Joystick war eine Zeit lang meiner Meinung nach einer der besten Fragger zu den Hochzeiten von absolut, Empire. Absolut. Und bei Joystick ist das Problem, dass er... Also alles ganz persönliche Meinung hier an der Stelle, dass er nicht von heute auf morgen so nachgelassen hat, sondern das war so ein schleichender Prozess bei ihm. Mhm. Dass er einfach immer inaktiver wurde, was die Höchstplatzierung auf dem Scoreboard anging. Joystick wurde denn schlecht, sobald Ash keinen ACG mehr hatte bei der R4C. Und seitdem ist Joystick halt sehr abbauend gewesen, weil er halt mit den Operatoren nicht mehr klarkam. Also bei ihnen hat das halt wirklich funktioniert, dass man halt sagt, wir nerven Ash damit, indem wir ihr halt das Visier wegnehmen. Immer ja ein bisschen weniger irgendwie performt hat. Mhm. Und jetzt nicht, wo man sagt, oh ja, Mann, letzte Woche hat er irgendwie noch 20er Bomben gedrückt und heute geht er hier irgendwie mit einem Bond raus. Mhm. So war es nicht, sondern es war ein langsam stetiger Abbau. Und da fragt man sich natürlich schon, woran das liegt.
Ja, das kann viele, da haben wir uns glaube ich schon mal drüber unterhalten, das kann so viele Möglichkeiten haben. Entweder man ist so ein bisschen uncomfortable mit der Meta, die aktuell läuft, die sich ja tatsächlich auch viel verändert hat über die Jahre. Es kommen immer wieder Operator rein, die das Spiel neu durchwirbeln, auch neue Ingame-Geschichten, die da einfach verändert werden. Und das kann natürlich so einen alteingesessenen Hasen wie Joystick vielleicht auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Du wirst ihn nie ganz aus seiner... aus seiner Comfortzone rauskriegen, das zeigt er ja auch hier. Er kann damit schon super umgehen mit dem Spiel. Aber es gibt halt so ein, zwei Sachen, die ihm vielleicht da auch nicht so ganz in die Hände spielen. Und müsste man vielleicht mal in Erfahrung bringen, wo sowas natürlich immer blöd zu fragen ist. Und da ist sie wieder. Die Frostmatte. Schönen guten Tag. Da ist sie wieder. Oh Gott! Das ist so Agony-like. Ich nehme erstmal die Frosttrap mit, obwohl ich weiß, das ist eine Frost in-game. Und da muss man halt schon sagen, Digga. Du drohnst doch, das ist schon traurig, ey, das ist schon traurig. Ich hoffe, jetzt kommt auch noch gleich der Clean Kill, weil Kanto läuft ja da oben irgendwo im Meeting rum, mal gespannt, ob er gleich noch den Kill ziehen kann an Cypher und damit halt erstmal eine Überzeitsituation etabliert ist. Platziert und ich finde, sie ist ja nicht nur so eine Falle, sondern sie ist auch gleichzeitig ein Radar, ähnlich wie es bei Legion lange Zeit der Fall war, als man die Legion Mines noch über die ganze Map sehen konnte. Jetzt musst du die halt schon sehr, sehr gut merken, aber auch immer so ein Indiz dafür, da ist gerade eine hochgegangen, da kommen sie also rein. Eventuell kommt auch einer zum Retten und da muss man dann auch positionstechnisch und timingtechnisch ganz gut aufgestellt sein, um da zu snacken. Wir haben es ja vorhin auf Villa gesehen, wie gut das funktionieren kann. Hier lässt man jetzt auch erstmal die Trap sein. Man hat ja den lieben Scyther damit tatsächlich auf Minimum wieder runtergebracht, HP-technisch. Und das ist auch schon eine gute Möglichkeit, gegen ihn zu spielen. Damit ist Headshot nicht mehr Pflicht, sondern nur noch ja, optisch ganz schön anzusehen. Eine Minute, sagt die Uhr schon wieder. Und Empire kam vorhin mit dieser Zeit recht gut zu Rande, hat damit viel anfangen können. Wir sind jetzt allerdings noch ein bisschen weit vom Spot entfernt, muss man mal zugeben. Wir sind immer noch im Top-Floor, arbeiten uns gerade so Richtung First-Floor. Ja, vor... Ja, das Problem ist, ganz kurz, G2 spielt immer noch das Erdgeschoss mit und deswegen geht man oben rein. Und ich frage mich, warum man das Erdgeschoss nicht vom Erdgeschoss aus cleart. Weil ja, ist ja gut, dass er oben Sledge aufmacht, aber wenn der Sledge da oben alleine ist, dann bringt das nicht so richtig viel. Klar, für eine Nade ganz nett und jetzt bekommt er natürlich den Kill und die neint mich, aber das dauert viel zu lange. Clear doch das Erdgeschoss vom Erdgeschoss aus. Also das hat sich mir gerade nicht ergeben. Kai hat eine ganz schwierige Position. Oh, Joystick. Ja, das ist halt das Problem des Timings. Aber er bekommt den Kill. Kajak da sehr, sehr risky unterwegs. Shepard entert jetzt den Spot. Virtue holt sich Scyther. Man geht auf Plant Uno. Oh, jetzt wird er gecovert. Shepard wird aber injured. Die Runde ist verloren. Die ist verloren. Joystick kann nicht mehr planten. G2 eSport gewinnt. Knappe Kiste, Freunde. Ja, also das war schon ein halber Tank. Was sie aber immerhin schon mal gemacht haben, sie haben jetzt sich nur noch über Admin aufgebaut. So, jetzt sind sie alle rein in Admin, haben von oben nach unten hindurch geklärt. Diesmal haben sie versucht, von mehreren Seiten aufzubauen, was ja an sich jetzt gar nicht so schlecht aussah. Haben aber mal wieder trotzdem massives Zeitproblem gehabt, um dann halt irgendwann Piano zu klären. Und um Tores Frage zu beantworten, warum man doch erst lieber von oben, damit du halt nicht immer eine Etage über dir hast, die noch nicht clear ist, gehst du als erstens natürlich oben rein, nicht, dass oben Leute rumsitzen und dich dann vertikal anspielen, wo du halt natürlich horizontal Leute rausnehmen möchtest, damit du dann vertikal anspielen kannst. Also das ist halt klar, deswegen gehen die halt immer erstmal oben rein. Was du halt eben tendenziell machen kannst, ist, was ich auch schon öfters gesagt habe, wird es so ein Oldschool-Go spielen, dass du nur hier draußen ein bisschen rumseilst, die Garage aufmachst und eigentlich nur guckst, dass passiv hier der Bereich Piano clear ist. Dass sie da halt nicht vertikal dich anspielen können. Du musst dir dann halt aber oben hier irgendwas zum Deny hinstellen. Jetzt eine Claymore zum Beispiel oder muss vielleicht noch ein zweiter Spieler hängen, dass der halt den Cover, der halt natürlich Piano hält. Das ist halt so richtig oldschool. Das haben die Leute jahrelang so gespielt, dass du nicht reingehst im Piano, dass du das einfach nur hältst. Mit deiner Anwesenheit. So knapp wie das hier war. Das Ding hätte definitiv in eine andere Richtung gehen können. Aber. Um das nochmal aufzugreifen, das ist immer das Problem, wenn du alles auf eine Karte setzt und dieses auf die letzten Sekunden spielen ist wie beim Pokern All-In. Du sagst, es muss das jetzt funktionieren oder gar nichts. Und da hat man jetzt einfach so ein bisschen, ja, sich ein bisschen verpokert an der Stelle. Gucken wir mal, ob man vielleicht das 3-3 hier rausholen könnte, denn 3-3 gegen G2 auf Consulate zum Swap ist für ein Team Empire, so harsch wie es jetzt klingt, eine Goldmine gerade. Ja, Team Empire verkauft sich hier, wenn wir uns die Tabelle anschauen, sehr, sehr gut. Also wirklich, wenn wir sehen, dass... Also die verkaufen sich besser, als es auf alle Fälle die letzten Tage der Fall war. Das kann man schon mal unterstreichen. Die sind ein bisschen besser unterwegs, auch key-mäßig besser unterwegs als die letzten Tage. Vielleicht hat sich was getan,
im Grunde, weil man halt schon sagen kann, die bauen ein bisschen anders auf, sind ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich bin halt sehr gespannt, ob sie das denn im Nachhinein wirklich verwandeln können gegen G2. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das hier jetzt reicht, um gleich noch das 3-3 rauszuholen. Oder ob G2 jetzt nochmal hier zum Beispiel eben prädestiniert dafür ist. Oder besser gesagt, nicht prädestiniert, ob eben G2 es nochmal schafft, einfach CEO zu gewinnen. Vor dem Start des Spieltags, und daran hat sich bisher leider auch für sie nichts geändert. Ja, 10. waren. Aber da sieht man auch schon, CEO wird gespielt und wir haben diesmal eine andere Strategie. Wir haben kein Echo dabei. Wir haben diesmal einen Doc dabei und ich denke, dass man hier diesmal eher auf Engages spielen wird, dass man halt wirklich versucht, auf Kills zu spielen, als hier wirklich viel mit Utility und einer gewissen Strategie zu spielen, wie mit der Echo-Camp vorhin, ne? 0-1-4 und einem Punkt, dann hätte man hier auch denken können, dass das ein 5-1-Swap wird oder so. Und dafür verkauft sich Empire wahrlich gut. Das Problem ist, und das hatte ich ja vorhin in unserer Vorspieltagsanalyse so ein bisschen angesprochen, du musst den Sack auch irgendwann mal zumachen. Das ist ja so ein Team-Vitality-Problem, was Team Empire gerade hat. 2-7-5 verloren. Das heißt, sie hatten mal irgendwann 5 Punkte und hatten die Möglichkeit, irgendwie auf eine Overtime zu gehen. Da ist der Boden ja super aufgegangen. Respekt. Das musst du ablegen. Ja, absolut. Absolut. Was ich aber ganz, ganz geckig finde, ist halt einfach, nochmal in Bezug auf die GSA League, die ja nebenher dann noch läuft, viele der Teams werden natürlich jetzt besonders auch gucken, was macht ein G2 aktuell gerade hier in diesem Match auch. Das ist ein schönes VOD, wieder ein aktuelles VOD, das man sich dann angucken kann und was für den nächsten Donnerstag dann auch nochmal sehr interessant wird. Denn ein Team Empire, was jetzt G2 die Stirn bietet, da wird man ganz besonders natürlich mal drauf schauen. Die Sache ist nur, dass halt G2 nicht das spielen wird, was sie hier spielen, auch in der GSA im Grunde. Außer, das hat Harris ja gut gesagt gehabt, die Aussage kann man auch nur unterstützen. G2 wird die Maps spielen, die sie halt in der EU-League schon gespielt haben, auch in der GSA, aber vielleicht nicht unbedingt mit der gleichen Strategie. Und man sieht ja, den eher Portfolio ist ja ein bisschen größer, schon alleine, weil sie jetzt den Spot ja anders ausspielen wollen, da man ein anderes Operator-Lineup hat, als es vorhin, wie gesagt, der Fall war, wo man vorhin mit Echo das ganze Ding runtergeregelt hatte. Was machen die denn heute so Besonderes, was G2 ja so ein bisschen Steine in den Weg legt? Ich glaube, das könnte sehr interessant werden für einige Teams dort. So, wir gucken mal. 2 Minuten 15. Die Uhr ist also noch sehr, sehr relaxed. Man hat hier ein bisschen Informationsbeschaffung schon betrieben, hat sich auch auf einige Sites schon positioniert, macht aber nochmal grobes Umrotieren. Und das finde ich ganz gut, denn das wird sich jetzt zeigen, ob das noch gültig ist. Denn bisher hat man gesehen, oh, Admin ist ja clear. Da ist ja freie Fahrt mit Marzipan, wie man so schön sagt. Da kommt aber gerade ein Dreier-Trupp an, der das saven möchte. Und zwar einmal, ihr seht es hier gerade schon, über diesen Landing-Bereich direkt vor Admin, als auch über Printer. Da hat man jetzt allerdings wegrotiert. Oh, jui. Da hat man, der kriegt den Shot noch, always. Wer liegt der Sieg? Ja, aber das war jetzt hier aber Glück im Unglück, mein Lieber. Kantora Caddy rausgenommen. Und man hat sich tatsächlich mit dieser Information ein gutes Stück Arbeit erspart. Ja, haben wir auf alle Fälle, nach der Runde kann man schon mal festhalten, auch wenn Empire die vielleicht nicht gewinnen sollte, das werden wir gleich sehen. Ein besseres Empire, als es in der letzten Zeit der Fall war, weil sie jetzt sich mal Gedanken gemacht haben, da reinzudrohen und den Aufbau sich anzuschauen und dementsprechend anders aufzuspielen. Nicht über CEO zu gehen, nämlich über Admin zu gehen, weil da hinten nichts steht. Also bauen sie halt gegen die Defense nicht direkt, spielen sie nicht gegen die Defense an, suchen sich eine Lücke erstmal um die Defense, um da erstmal ein Entry ins Gebäude reinzukriegen. Finde ich sehr vorbildlich. Das ist ja immer das, was ich immer wieder bei Empire bemängelt hatte, dass sie es nicht schaffen, sich umzuorientieren. Oder wenn das dann halt viel zu spät der Fall ist, im Grunde. Und das hier ist ganz schön, ne? Sie gucken halt, wollten erst auf CEO entdecken, denn halt Admin ist clear. Wir bauen über Admin rein, spielen da halt rein, kriegen da den Opening Frag und ziehen dann von da aus weiter die Attack auf, ne? Über anderes Fights aufzuspielen, denn vorhin hat das ja da vorne nicht ganz so gut funktioniert. Es hat lange Zeit gebraucht, um dort auf den Spot zu kommen, um dann zu planten, was dann eben mit dieser Echo-Drone auch einfach ja ein bisschen useless wurde über die Zeit. Hier hat man sich jetzt gute Stellungsspiele erarbeitet und wäre auch bereit, sollte man nicht auf den Plan kommen, einen guten Push durchzuführen, hier gegen die einzelnen Spieler zu kämpfen. Die stehen jetzt hier immer noch Yellow Stairs, wir haben CO einstehen, wir haben noch im Basement unten, also in der Garage unten jemanden, der natürlich dort jetzt langsam aber sicher rotieren wird. Schön gemacht von Always, der gefällt mir in der Runde gerade sehr gut. Auch mit diesem kleinen Panzer vorhin. Virtue rausgenommen, 3 gegen 5. Das ist comfortable. 34 Sekunden allerdings. Und das ist der vierte Mann jetzt bei G2, der unaufhörlich weiter mitspielt und den man jetzt unter Kontrolle kriegen muss. Denn je weiter diese Zeit dort tickt, umso unvorsichtiger wird man bei dem nächsten Push-Versuch. Und da habe ich ein bisschen Angst. Shepard mit dem Plan-Versuch. Das könnte sogar funktionieren. Uno Meister holt sich Dan ganz wichtig. Und das ist wichtig! Ist das ein Monster? Uno! Ist das ein Monster?
Die Alda im Anschlag regelt hier wieder eine Runde nach und Uno ganz allein. Jetzt müsste man nochmal planten. Man versucht's auch. Uno Meister kommt hoch, holt sich Nummer 1. Und steht jetzt hier auf alter Flur. Ups. Autschi Bambauschi, Leute. Das hat gescheppert, Alter. Alter, Autsch. Richtig böse. Aber es kommt halt davon, ne, wenn man halt auf die Standard-Plan-Position geht. Ich brauche eigentlich dafür gar nicht vorspielen. Ich kann es ja anhand der Map zeigen. Also im Grunde ist das hier, wenn du reinkommst über Bacon, wie gesagt, war alles schön aufgebaut, haben schön die Opening-Fracks gekriegt. Das hier ist die Standard-Plan-Position oder das hier, ne? Und wenn du halt natürlich unten einen Spieler hast und darauf nur noch wartest, so, kannst du halt eigentlich da nichts mehr falsch machen, als mal kurz die Impact gegenjagen und da die Leute wegschießen. Am schönsten ist es eigentlich im Grunde, wenn hier die Plan-Position sowieso schon tendenziell denied wird, indem man den Boden schon vorher aufmacht, ne? Oder halt sogar hinter der Bombe. Dass die Leute halt eigentlich eher gezwungen sind, sich eine andere Plan-Position zu suchen. Wobei man auch sagen kann, das kann natürlich auch wieder negativ sein, wenn du natürlich die Standard-Plan-Position ermöglichst, ist es natürlich für dich einfacher zu predikten, wo planten sie, ne? Komm halt immer auf die Vision an, auf den Intel, den du da hast, natürlich, ne? Wenn du jetzt hier aufmachst, sagst du denen vielleicht, okay, wir können nicht da planten und plantest dann vielleicht einer nicht so vorteilhaften Position, wie zum Beispiel hier hinten wäre eine Möglichkeit, ne? Schöner Klatsch hier auf alle Fälle von Aces. Von Aces sage ich schon. Von Uno. Respekt habe ich schon lange nicht mehr von denen gesehen gehabt. Hat mir gefallen. Und steht jetzt hier auf alter Flur und er macht das Ding! Mit dem Ace! Fucking Gott! Was passiert denn hier? Alter Falter. Und er sitzt da oben rechts, als wäre nichts gewesen. Ich fall gleich vom Glauben ab. Was eine Maschine. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Uno Meister, der das komplette Team Empire hops nimmt. Das ist so gut gespielt gewesen. Er piekt erst den Spieler an der Main Door. Aber das ist halt auch dem geschuldet, natürlich, dass man halt jetzt ein bisschen länger braucht. Man hat ja umgebaut. Braucht denn immer ein bisschen länger von Admin natürlich auf den Spot. Deswegen bin ich auch kein Fan von Admin, weil du ja im Grunde immer diese Problematik hast, dass hier, hier, hier irgendwo die Leute stehen und dir immer den Entry denyen, ne? Und somit musst du dich erstmal hier aufbauen, dann auf dem Balcony und dann musst du halt gucken, dass du hier irgendwie die Kontrolle drüber hast und vieles mehr. Kostet alles haufenweise Zeit und somit ist dann halt das meistens so. Das ermöglicht natürlich denn dementsprechend halt sich besser gegen die Attacker aufzubauen und dementsprechend die Entscheidung zu treffen, die halt man treffen muss, um dann im Nachhinein die Runde zu gewinnen, ne? Contact hoch, um den Plan zu denyen, kriegt den Spieler injured, bestätigt mit der Waffe, dann fallen irgendwie auf dem Spot alle und er weiß, er muss hoch, weil Team Empire wird alles geben, so schnell wie möglich den Plan runterzubringen, also auf den Boden zu bringen. Man kriegt den Spieler Long Desk, da muss man sich fragen, warum pusht man dem da so entgegen? Kriegt dann den Spieler im Connector oder ja, fast schon auf der Bombside in Jit, da sieht man es nochmal. Insane. Insaner Peak, dann die schnelle Reaktion, weil man weiß, da wird geplantet, der Spieler bricht ab, geht erst in. Insane. Insaner Peak, dann die schnelle Reaktion, weil man weiß, da wird geplantet, der Spieler bricht ab, geht erst in Jit, dann. Und dann hat man gesehen, er hat die Pistole in die Hand genommen, ist hoch. Jetzt läuft er da rein, kriegt ihn da in der Rotation in Jit und hat dann noch, gucken wir auf die Zeit, 0,3 Sekunden, bevor der Plant down gegangen ist, holt Uno Meister hier das Ace. Das ist insane gewesen. Und vor allem, was mich da gerade auch so absolut überfahren hat emotional, ist, mit was für einer Selbstverständlichkeit er da unten steht und einfach die Zeit immer im Blick hat, zu sagen, ich hole mir erst den an der Lobby Entrance, schmeiß die Contact hoch, nehme mir die Zeit, ihn rauszuholen, dann müssen die oben wuseln und in der Zeit geht er ganz confident so die Treppen hoch, Alter, am Anschlag, jetzt geht's rund. Also das im Grunde, das war jetzt gerade nichts Besonderes, weil dir ist klar, draußen ist ja ein Gegner, den musst du als erstes holen, sonst hast du gar keine Chance, den Plan zu denyen, also holst du den, dann holst du den nächsten und musst dann natürlich hochspielen, das ist ja immer nur das, was ich ja immer und immer wieder predige. Es bringt ja nichts, im Grunde weiter unten zu sein und von unten zu versuchen, weiterhin den Plan zu denyen. Das sehen wir ganz oft, dass das im Grunde nicht funktioniert. Also musste er wieder hochspielen, ne? Und da war halt das Problem, dass denn Empire wirklich komplett lost war und nicht mehr ordentlich abgeaimt hat, um die Area wieder zu safen. Die haben denn da halt auf einmal alle arge Probleme irgendwie klarzukommen, weil wenn die jetzt einfach. Wir hatten eine 3-1 Situation. Hätte man jetzt einfach weiter hier gehalten, hätte man hier auf Plant gehen können und das ganze Ding wäre tendenziell vielleicht sogar ganz einfach gewesen, für Empire nochmal zu gewinnen.
Stattdessen fängt man ja an, auf einmal übelst rumzuwuseln, weil man halt überhaupt nicht klarkommt, obwohl denen klar sein muss, dass er hochkommt. Und das war halt das große Problem. Das hat Empire wahrscheinlich nicht bedacht. Hat gerade gedacht gehabt, wir rotieren jetzt vielleicht mal durch in CEO rein oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Und dann steht Uno da schon und ballert halt alle zusammen. Dann regelt er da Backpfeifen aus seiner Waffe. Die hast du auch wieder mit Klatschen hören. Ja, ja. Das Gute ist ja, dass du mit der Alder 556 auch genug Munition hast. Du brauchst nicht mehr nachladen. Ja, der hat, glaube ich, auf dem Weg nach oben einmal nachgeladen. Aber der vierte Kill, da hat er ja so viele Kugeln rausgehauen, da wäre jede normale Waffe leer gewesen. Und dann stell dir vor, hätte er nochmal nachladen müssen vor dem letzten Kill, dann wäre der Plant down, wer weiß, was dann passiert wäre, ja? Also Alder 556 regelt. Ja, absolut, absolut. Und jetzt ist eins ganz, ganz wichtig. Empire muss diese Runde instant vergessen, sofort. Ja, ja, die bitte. Darfst du jetzt nicht. Das ist halt krass, dass sie hier gerade eine sehr schöne Geschwindigkeit reinsehen. Erstmal in Admin, da hat man halt gar nichts platziert. Ich bin auch sehr erstaunt, dass G2 da so souverän aufbauen darf. Und die es auch machen im Grunde, weil wie gesagt, ich selber bin halt kein Fan davon, von Admin-Aufbau. Haben sie alles gerade sehr schön hingekriegt. Schnell die Vision noch eben hin zu dem Visa-Stairs gemacht. Die ganze Area gesaved und jetzt heißt es eigentlich, wie gesagt, wahrscheinlich denn auf dem Breach gehen, bei Meeting da die Wand aufmachen, damit man halt die Standard-Corner hinein kann. Nämlich die Corner, wo ich vorhin meinte, da sollst du ja planten, nämlich das Positioning. Darum machst du eigentlich im Grunde nur die Wand auf, dass du hier halt nicht spielen kannst mehr, ne? Und mal gucken, ob das da Empire schafft, irgendwas gegen zu unternehmen gleich. Nicht in den Swap mitnehmen, weil wenn dich das jetzt mental gebrochen hat im Team oder vielleicht jetzt auch die Teamstimmung dadurch ibaba ist, braucht sie ja gar nicht sein. Der Swap ist doch super. Natürlich, ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ja. Also der Swap ist noch vollkommen in Ordnung. Konzentriert euch jetzt auf die Defense, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ein schöner Comfort Point wäre natürlich geil gewesen, keine Frage, aber es ist noch alles drin. Ja, normalerweise hätte ich gesagt, jetzt das Timeout ziehen, aber du sagst es gerade, der Swap ist ja so. Gleich wieder da. So ein bisschen, also ist kein Timeout, aber die Rollen sind jetzt vertauscht. Das heißt, man hat jetzt einfach von der Einstellung her auch eine andere Geschichte. Man weiß jetzt, okay, wir müssen jetzt in der Verteidigung zusehen. Ich meine, Team Empire kriegt die Opening Frags, ja? Mehrmals. Ich glaube, in 6 Runden 3 oder sogar 4-mal den Opening Kick gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Für die Attack. Sie haben ja Attack gespielt, deswegen für die Attack. Sie müssen es halt nur zu Ende spielen. Man hat die letzte Runde ganz, ganz weit geworfen. Huch. Huch, da wollte man noch irgendwas wahrscheinlich baiten, irgendein ADS. Man hat die letzte Runde geworfen. Dem muss man sich bewusst sein. Da darf man jetzt aber auch nicht zu lang dran knabbern. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, warum hat das nicht geklappt und warum bist du gepusht? Das bringt dir jetzt aber gerade nichts mehr. Du musst jetzt einfach eine gute Defensive hinlegen und dann ist hier ja die Overtime auf jeden Fall noch möglich. Und wenn man eben eine Outstanding-Leistung bringt, dann vielleicht sogar noch der Sieg. Dan holt sich hier Uno-Meister und das wird ihm gut tun. Hier ja. Den Spieler, der eben das Ace gezogen hat mit der Alder 556 und Maestro zu den 9. Das heißt, er holt sich hier, die sind wichtig, da die Überzahlsituation, aber Dan kassiert. Und jetzt kommt genau das, was ich ja gerade meine, was halt das Schwere daran ist, ne? Von da aus dann weiterzukommen von Admin. Und das haben sie gerade nicht geschafft gehabt. Virtual mit dem Kill gegen Always, Shepard holt sich Kajak und damit ist Virtual hier auf der Ash, Last Man Standing gegen 3, beziehungsweise 2 und ein bisschen Shepard. Alter, er kriegt die beiden Kills. Auchi Bambauchi, ey. Junge, das war aber nochmal ganz knapp. Ich hab schon wieder fast einen Fußnagel verloren, ja. Weil ich dachte, wenn da jetzt noch der dritte gestanden hätte, das wär's gewesen, meine Lieben. Aber bis dieser letzte. Und da ist halt wieder mal Puls das Problem, ne? Puls liefert das ganze Zeit den Intel, ermöglicht halt für Aruni auch den Runout, da den Bug zu holen, weil er halt ansagen konnte, ob da unten sich noch irgendwo Spieler befinden, die ihn vielleicht covern können. Schön rausgerannt, Kill gezogen und dann weiterhin noch von unten angespielt. Man hat nur darauf gewartet, dass er natürlich irgendwann im Meeting reinkommt, damit man von unten nochmal eine Plenty rein kann. Und das hat eigentlich im Grunde gerade alles in die Hände gerade von Empire gespielt gehabt, weil hier auch das gleiche Problem war wie vorhin. Unten Lobby ist nicht clear, somit halt eben eigentlich keine Meeting-Kontrolle wirklich gegeben, weil wir immer noch von unten von Lobby vertikal angespielt werden können im Meeting. Und da sehen wir halt eben, dass es meistens immer sehr problematisch ist, wenn du manche Positionings einfach nicht hinein kannst. Eskalationsaugenblick kam, wollte ich noch sagen, das ist genau so, musst du jetzt quasi auch auf so eine Runde antworten, zu sagen, toll, habt ihr klasse gemacht, freut euch einen Keks,
aber es wird mit uns weiterhin zu rechnen sein. Und wir sind jetzt in der Defense und das bleibt unsere Defense. Dass das jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen wackelig wurde, okay, mein Socken wird es mir danken, der sich halb wieder in meinem Parkett hier festkrallte. Also im Grunde war da nichts wackelig gerade gewesen. Empire lässt die Jungs halt einfach aufbauen über Admin, schillt seine Base und die spielen einfach rein. Virtua hat jetzt einfach Low-Impact-Fracks gezogen. Mit denen hätte er nichts erreichen können mehr in der Zeit, ne? Aber auch erstaunlich, dass er die noch überhaupt gekriegt hat, so. Bei mir wäre alles daneben gegangen, obwohl ich zu den Gegnern hinnehme. Aber mal gucken. Ich glaube, man darf, glaube ich, das Ganze jetzt hier nicht aus den Augen verlieren. Und wir schauen uns gleich mal an, was wir jetzt hier von G2 noch so erwarten dürfen. Denn ich sag mal, aufbautechnisch war das ja grundsolide. Da war jetzt auch nichts bei, wo man sagen müsste, oh nee, das hätte man anders machen können. Nee, war absolut richtig. Man war bei Empire allerdings sehr aufmerksam, hatte lustigerweise auch sehr... Wir hätten halt einfach auf alle Fälle mal unten die Lobby-Door aufballern sollen, damit halt das Positioning erschwert wird. Sehr viele, das heißt lustigerweise zum Glück auch, sehr viele Informationen über die Bewegung von G2 und konnte dadurch auch so gut regeln, bis vielleicht auf diesen letzten Moment. Der ist ja zum Glück nochmal glimpflich ausgegangen und ich sage es nicht häufig, aber zum Glück stand man da mal nicht zusammen. Also nicht gebündelt, um irgendwas abzuengeln, sondern stand irgendwo auf der Map. Ist mir auch egal wo, er stand irgendwo und das ist gut so. Ja, Team Empire scheint diese sechste Runde, die sie ja ein bisschen vielleicht auch geworfen haben, ganz gut abgeschüttet zu haben, Fox. Das hast du ja gesagt, das müssen sie. Sie müssen hier ja, sofort, diese Runde natürlich vergessen machen. Joystick hat jetzt das Problem, dass er oben natürlich detected ist, weil man ihn eben noch gehört hat. Mal sehen, wie lange der da... Boah, die Contact gegen Kayak, die kam ziemlich gut. Er wird sich da ärgern, dass er da 50 HP gelassen hat. Durch so eine ja einfach random rausgeworfene Contact Richtung linke Seite, outside Garage. Bisher aber noch nicht viel passiert. Man will natürlich oben rein, weil man weiß, dass unter anderem Joystick oben noch ist. Und sei es auch, Dan bekommt den Kill gegen Kayak. Damit ist der Hardbreacher raus. Was nicht so schlimm ist, denn eigentlich hat man gebreached. Citizen holt sich Joystick. Joystick davor UNO-Meister geklärt. Überzahlsituation bleibt bestehen für Team Empire. Die Frage ist, wo ist Thysor? Der war eben noch oben. Citizen hängt an den Double Windows. Und da sieht man die Aruni mal ganz spannend, beziehungsweise die Aruni Gates. Ich habe es ja immer mal wieder gesagt. Man kann sie auch nutzen, um sozusagen weit, weit ab vom Spot Utility zu denyen, weil der Spieler da unbedingt durch muss. Und das ist hier der Fall gewesen. Wenn er von Osten nach Westen will, muss er entweder das Aruni Gate im Connector oder das am Longdesk kaputt machen. Also man kann schon mal festhalten, dass Empire bei dem Match wirklich sehr, sehr gutes Timing hatte. Auch Teamplay-mäßig, dass halt was ganz anderes ist, als was die sonst in letzter Zeit präsentiert haben. Das ist halt echt schön, muss man halt sagen. Gefällt mir bisher sehr gut. Man muss auch da noch erwähnen, dass Consulate immer mal eine Map war, die Empire mal wieder ganz gut spielen konnte und mal wieder ganz, ganz sensationell schlecht. Heute scheint wohl Empire einen sehr guten Tag, oder besser gesagt, gestern scheint Empire mal wieder einen sehr guten Tag auf der Map gehabt zu haben. Das sieht man halt gerade, weil sie auch wenn sie jetzt gerade zurückliegen, im tendenziellen Falle trotzdem sehr knappere Runden erzeugen können und die Runden, die sie gewinnen, doch wirklich sehr gut gespielt wurden. Ihnen eine Nate und das ist nachher was du brauchst. Ja, absolut. Die brauchst du definitiv dann. Ich muss gerade sagen, es gefällt mir gerade... Schön, denn ey, der macht auch so wichtige Kills hier gerade. Ja, einen nach anderen. Richtig gut. Ja. Und das finde ich, das wollte ich gerade nämlich sagen, es gefällt mir. Oh, schon wieder Dan. Dan, was ist los mit dir? Hast du jetzt auch irgendwie UNO-Blut geleckt oder was geht da gerade ab? Ja, vielleicht geben die so einen Wunscheltrunk rum und jeder darf mal nippen. Ja. Die Wünschelrute zeigt immer auf den Gegner. Schön wär's. Ja, es ist natürlich für Citizen hier jetzt eine ungünstige Situation. Er kriegt noch den Kill an Dan, aber ist noch gegen drei. Das fand ich jetzt ein bisschen unnütz von Dan, weil 40 Sekunden sind noch eine ganze Menge Zeit. Da hätte ich an seiner Stelle einfach mal ein bisschen noch mit denen gespielt, als da jetzt so dumm reinzurennen. Macht sie jetzt hinten den Hedge auf, fake das vielleicht sogar nur an. Ich bin mir gerade nicht sicher, guck nochmal nach Steps, wird er aber, glaube ich, nichts mehr finden. Hedge ist offen, das ist für ihn ein Vorteil, aber ja, gegen drei Leute, ne? Mit jedem Kill, du sagst es immer so schön, verrät man sich halt aufs Ganze. Jetzt smoked man für einen Fake, damit da ein bisschen was hinkt und Always bekommt den Kill. Der gefällt mir richtig gut. 9 Kills jetzt hier bisher im Match. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Schöne Runde. Ja, also all in all kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, das ist die beste Leistung, die Empire bisher überhaupt in der EU-League jetzt gezeigt hat in dieser Season. Die Aussage kann man sogar unterstützen. Und was ich also die Aussage ist sogar mal wirklich korrekt von Markus. Das ist bisher wirklich die beste Leistung, die wir von Empire bisher gesehen haben. Seit der EU-League-Start 2021 ist das hier wirklich eine sehr schöne Leistung von den Jungs. Gefällt mir. Wollte, bevor der Ender mal wieder eskaliert ist, war eigentlich, es zeigt sich gerade eins, dass sie sich diesen Klatsch von UNO Meister nicht so sehr zu Herzen genommen haben, weil sie einfach auf der Defense-Side alt auf der Strategie
aus Sicht von G2 ist das natürlich auch... Da könnte ich mir vorstellen, dass G2 gerade einen Timeout gezogen hat. ...G2 jetzt für das russische Team hier übernehmen. Mal sehen, ob es was bringt. G2 hat gerade nicht die richtigen Antworten, aber ich möchte... Was sehr schön wäre, ist, wenn man im Grunde den Timeout anzeigen würde, oben im Overlay, dass man hier oben im Overlay sieht, ja, der hat das Timeout gezogen. Nochmal, für Leute. Weil die Leute, die jetzt nicht dabei waren bei dem Match, fragen sich ja vielleicht, oder wenn die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und die nicht mitbekommen haben, wissen die gar nicht, dass der Gegner oder halt eins der beiden Teams schon ein Timeout gezogen hat und fragen sich vielleicht, wann ziehen die denn mal einen Timeout, ne? Und da wäre es halt immer sehr schön, innerhalb des Overlays nochmal anzuzeigen, Timeout. Das wäre halt schon sauber gewesen. Es wäre noch eine Anpassung. Also mittlerweile ist das Overlay ganz gut gestaltet. Wir haben viele Informationen, die viele Leute immer noch nicht begriffen haben. Wir haben ja sogar diesmal, ist es ja so gemacht worden, dass sonst immer ein Overlay hier oben eigentlich noch angezeigt wurde, wenn eine Runde, also ein Match geholt wurde. Das lassen wir hier jetzt weg, weil es ein Best of One ist, ne? Dafür haben wir den Score oben. Aber somit hätten wir auch eigentlich Platz, hier oben noch anzuzeigen, wer mal ein Timeout zieht. Kurzen Aber reinwerfen. So gerne ich es ja Team Empire hier auch gönnen würde, meinen Sieg davon zu tragen, nach der ganzen Mühe, die sie sich machen. Aber zwei Verteidigungsrunden von 2 aus 6, ja, ist ein bisschen komplizierter vielleicht, aber 2 von 2 gespielt, von 6, 2 aus 6. Das heißt, man hat jetzt irgendwie ein Drittel der Runden in der Defense gewonnen, beziehungsweise 100%, aber ein Drittel von allen möglichen Runden, ist erstmal nichts Untypisches, Freunde. Also, nee, natürlich nicht. Ne, wenn es hier gleich 6-6 steht, ist alles wieder easy peasy für G2, weil dann hat man seine 2 Attack-Runden geholt. Da sieht man aber, G2 verliert 2 Runden in der Attack of Consulate, was nicht unnormal ist, und reagiert aber mit dem G2, weil das entgegen ihrer Erwartung ist. Mhm. Möglich. Habe jetzt gerade nur ich keinen Ton oder hast du auch gerade keinen Ton? Nee, ich habe auch keinen Ton. Ah, okay, gut. Ich dachte, ich habe was falsch gemacht hier bei mir. Dann nehme ich kurz das, den Clean hier nochmal refreshed. Dann bin ich ja beruhigt, dass ich jetzt nicht irgendwie... Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder, Freunde. Sehr schön. Guck mal, man muss das nur andeuten und die lokale und vielleicht auch die internationale Produktion setzt alle Hebel in Bewegung, sodass ihr wieder Sound habt. Ihr habt zum Glück noch nicht viel verpasst. Es ist erst 1 Minute rum dieser 9. Runde und noch kein Damage verteilt. Nee, und das ist auch ganz gut, muss man sagen. G2 war ja dann doch, sag ich mal, recht flott. Wollte auch ein bisschen aktiver spielen, ein bisschen frech spielen, was sie auch können, keine Frage. Wir haben ja schon viele von diesen schnellen Plans zum Beispiel auch gesehen und auch viele Clears von verschiedenen Räumen. Hatte aber eben gegen Empire gerade nicht so den Effekt. Und jetzt hier mal zu sagen, Leute, macht mal ein paar Oktaven weniger, dafür aber dann gezielter, könnte für Empire oder gegen Empire eine gute Möglichkeit sein. Könnte, denn wir sehen, Hälfte der Zeit ist um. Und bisher hat ich bin sehr erstaunt, muss ich gerade zugeben, dass hier Empire selber gar nicht mit einem Pult spielt. Pult ist eigentlich auf dieser Map prädestiniert. Das liegt halt einfach daran, ich kann es mal ganz kurz zeigen, eigentlich kennt ihr das ja alles. Die Map ist ja relativ schmal. Ne? Und somit hast du hier unten einfach eine langgezogene Gerade. Und Pult kann eigentlich überall langlaufen, fast mittig so gesehen. Und kann halt einfach alles abscannen. Das macht die Map so massiv stark. Somit hast du eigentlich keine Möglichkeit, nicht Intel zusammen mit Puls über die Defender, über die Attacker, ne? Und das ist halt enorm. Und da bin ich sehr erstaunt gerade, dass sie hier jetzt nicht mit Puls spielen. Das erstaunt mich gerade ein bisschen. Plus, dass wir jetzt auch gerade unten reingegangen sind, das ist halt nichts Besonderes von G2, da man halt sich gedacht hat, vielleicht ist ja unten irgendwer mit C4. Könnte ja eine Möglichkeit sein, ne? Lucy könnte ja C4 werfen. Aber es befindet sich halt gar keiner unten. Irgendwo. Man ist einfach noch so am Abtasten und man holt sich diese Infos. Und ich sage ja immer wieder, die Infos sind, sobald sie ein paar Sekunden alt sind, nichts mehr wert. Denn sie das ist jetzt, die Runde sollte eigentlich schon fast verloren sein, da man hier zu lange ein Hold spielt gerade von G2. Und vor allem auch viel. Oh, und man weiß, dass da einer in CEO sitzt. Da kommt die Nate von Kanturaketti, aber auf den Punkt. Joystick holt sich Uno und damit einen wichtigen Mann schon mal gestoppt. Word holt sich Dan. Damit die 4-3-Situation bei 56 Sekunden. Der Push über die Yellow Stairs ist noch im vollen Gange. 2 Leute sehen wir da noch. Joystick könnte gefährlich werden. Ist heute gut drauf. Hat eine gute Aufmerksamkeitsspanne für verschiedene Situationen und vor allem auch einen langen Atem, wenn es um die Gunfights geht. Da muss man jetzt echt aufpassen. 39 Sekunden. Wieder wird's interessant. Wieder will man auf diese knappe Zeit spielen, die ihnen hier den Punkt bringen soll. Einen wichtigen Punkt, um in Führung zu bleiben seitens G2. Ansonsten dreht sich das Ding um. Kajak mit dem Plan. Joystick holt sich Citizen. Boah, Joystick holt sich Kajak. Das ist so stark von ihm heute gespielt. Unglaublich. Mit was für einer Aufmerksamkeit der hier am Start. Also Joystick ist sehr on point. Der nutzt die Zeit. 2 gegen 2. Zalter holt sich Kanturaketti, der heute irgendwie überhaupt nicht ins Spiel reinkommt. Virtue, last man alive. 2 Sekunden. Kala abhaken. Die Auszeit. Wie gesagt, das war halt vorhersehbar. Das hat alles zu lange gedauert. Sie konnten ja nicht viel gegen die Area machen.
Und somit verlierst du dann halt die ganze Kiste. Plus halt, dass du keinen Überzahl groß etablieren konntest. Das war halt sehr schön unschön gerade, weil wir können uns das ja nochmal ganz kurz angucken. Wo wir denn auf den Plant gegangen sind, bei dem Versuch müsste es circa... Also natürlich haben sie eine Überzahl... Verzeiht mir jetzt. Sie haben natürlich eine Überzahlsituation etabliert. Aber sie haben es halt nicht geschafft, irgendwas gegen den Spot zu machen. Da wäre es halt schöner gewesen. Manchmal bin ich ein bisschen lost. Da wäre es halt schöner gewesen, hättest du jetzt noch einen draußen gehabt, bei dieser Überzahlsituation, um natürlich von draußen noch die Vision reinbringen zu können, Piano selber, damit du dieses Positioning hier und hier irgendwie einschränken kannst. Weil ich gerade noch gar nicht hingeguckt gehabt, weil ich gerade gar nicht den zweiten Frack an Empire mitgekriegt habe. Seitens G2, ansonsten dreht sich das Ding um. Kajak mit dem Plan, Joystick holt sich Citizen. Und das hier war halt das Problem, ne? Er kriegt halt beide Spieler easy raus. Und da hätte es halt sein müssen, dass einfach einer draußen abhängt, damit man das hier halt eben unterbrechen kann. Joystick holt sich Kajak, das ist so stark von ihm heute gespielt. Unglaublich, mit was für einer Aufmerksamkeit der hier am Start ist. Ich sag's immer. Und da ist halt Kanto viel, viel zu spät. Oder Virtue ist das gerade. Der ist halt viel zu spät, um da halt in der Seite Stress zu machen. So einen langen Atem, der wartet einfach ab, der nutzt die Zeit. 2 gegen 2, Salter holt sich Kanto Rakedi, der heute irgendwie überhaupt nicht ins Spiel reinkommt. Virtue, last man alive, 2 Sekunden, Color abhaken. Die Auszeit hat nichts gebracht an der Stelle und Empire macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Ah. Wir haben, wie gesagt, also ich sehe das halt problematisch, dass sie halt zu wenig Kontrolle über die Area hatten, wo sie auf Plant gehen wollten. Hätte man, wie gesagt, über die Double Windows draußen vom Piano regeln können. Wäre halt schöner gewesen. Ja, das, das ist tatsächlich einfach ziemlich gut gewesen. Man hatte die Unterzahlsituation auf Seiten von Empire und es war so schön, dass für Maestro die Spiral Stairs nach oben verschoben hat und fast schon Negativ-Angle auf den Piano-Entrance von Yellow-Zeiten, denn wenn du von Yellow in die Tür rennst, aimst du vielleicht mal nach links, aber du aimst nicht in so einem steilen Winkel, dass du denjenigen auf den Spiral Stairs hättest sehen können. Mhm. Der wiederum hat den Intel an Joystick weitergegeben, hey, einer ist auf jeden Fall rein. Der Spieler droppte von G2, Joystick hat erst den rausgenommen, weil er davon ausgeht, der andere Spieler, der rein ist in die Smoke, hat den Diffuser bei sich. Das heißt, der wird erstmal planten. Das heißt, richtige Reihenfolge ausgewählt, erst den droppenden Spieler, der zum Support kam, dann den Spieler, der in der Smoke ist, dann war es eine 3-2-Situation, man hat dann Kanto Rakedi und geholt, der noch auf den Yellow Stairs mithing und am Ende hatte G2 dann im 1 gegen X keine Chance mehr. Also das ist gut gemacht von Team Empire, die Defense hier. Man geht in die frühen Engages, kriegt in der Regel die frühen Kills und spielt es dann sauber runter. Das gefällt mir richtig gut. Ja, mega mäßig. Und ihr seht zum Beispiel auch oben in unserem Live-Ranking, Empire würde auf Platz 8 gehen, wenn sie diese wunderschöne Matchpartie hier mitnehmen. Hier sehen wir nochmal diesen Joystick-Klatsch, der ja auch wirklich essentiell war, denn damit lag der Diffuser einfach im Niemandsland, wie man so schön sagt. Also ein Spot, den du nicht mehr in der regulären Zeit erreichen kannst, ohne dich in eine mordsmäßige Gefahr zu begeben. Und das war, ja, das, da kann man schon sagen, das war so der Game-Point für Empire an der Stelle. Und jetzt ist so das Ding, sie haben diese 5 Punkte, die sie ja jetzt schon 2-3 Mal hatten, wovon 2 Mal auf jeden Fall ein 7-5 wurde, wo sie dann mit leeren Händen ausgegangen sind. Und ja, das ist jetzt so dieser Moment, glaube ich, wo sie selber sagen, okay, diese eine Runde brauchen wir noch, dann nehmen wir auf jeden Fall Punkte mit. Man muss sich halt jetzt in hier Runde 10 wirklich... Jetzt im Saal Puls mit. ...belohnen für die Arbeit, die man hier reingesteckt hat gegen G2. Schöner, wichtiger Informationsgehalt gerade gewesen, dass man den halt gedroht hat, den Puls, dass man jetzt weiß, dass der Archive irgendwo unten rumeidelt. Jetzt wäre es halt schön, wir sehen jetzt ja gerade Citizen und Virtue hinten, dass die jetzt unten reinrennen und Druck machen, damit sie so schnell wie möglich Joystick unter Kontrolle kriegen. Ja. Ja, klar. Natürlich. Gar keine Frage. Ich bin gerade sehr, sehr interessiert daran. Sagen wir es mal so. Wir sagen uns immer, wir sind sehr gespannt. Jetzt bin ich gerade sehr interessiert daran, zu sehen, wie sich Empire mit diesen Situationen hier gerade verhält. Gerade im Basement, wo eigentlich... Oh, sehr schön. Schatz. Und das haben sie wirklich super gemacht gerade. Sehr schön, sehr schön. Wollen wir hoffen, dass sie jetzt damit auch jetzt nochmal eine solide Runde runterspielen, weil wir haben einen wichtigen Opening-Frag setzen können. Oder besser gesagt, eigentlich schon 0-2. Wir haben Puls raus, wir haben Mossi raus. Damit beide Leute, die halt Intel geben können, sind denied worden. Das ist halt wichtig. Gerade Mossi natürlich, der sich auch die ganze Zeit mit den Drohnen über die Map bewegen kann. Ist halt schon ein wichtiger Frack, die beiden Leute rauszukriegen. Zuschlagen zu an Joystick und Scyther und damit 2 wichtige Spieler rausgenommen, die allerdings immer noch supported werden von Dan und Always, die ja auch schon mit 9 Kills am Start sind. Nur Shepard ist so ein bisschen der Kanto Rakedi von Empire gerade, kommt auch nicht so wirklich ins Spiel rein. Aber ein wichtiger Ausgangspunkt.
ja, klar, weil man jetzt bei G2 gesagt hat, wir nehmen uns die Spiele einzeln vor. Man hat es ja bei Joystick unten gesehen, den hat man gedoubled mit Virtue und Kandora Ketty. Beide haben ihn ja gepusht von zwei unterschiedlichen Seiten, um wirklich sicher zu gehen, dass wenn, selbst wenn der Kill gegen G2 kommt, es einen Refrag gibt. Mhm. Ich finde es spannend, dass wir hier bei Uno Meister jetzt mal die IQ sehen. Ich bin ein riesiger IQ-Fan, wie viele ja wissen. Mhm. Man rennt raus, oh, kriegt Uno Meister, aber da steht halt eine Claymore, ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt gibt es hier das Brett gegen Dan und damit schöne Runde. Hat keine Chance. Kanto mit dem Kill. Und das war wirklich vorbildlich. Schnell unten rausgehandelt, das haben sie wirklich teamplaymäßig super aufgebaut gehabt. Ich meinte ja, die müssen über Garage kommen, das haben sie auch getan. Bums, beide Leute unten zerlegt, nach oben hin aufgebaut. Und dann hat natürlich sich Empire dazu entschlossen, ein bisschen aggressiver zu gehen, aus dem folgenden Grunde her, da du halt probierst nochmal die Überzahlsituation zu denyen, also das halt zu unterbinden, dass sie halt nicht so massiv auf den Spot aufspielen können und nicht massiv viele Engels haben. Das ist an sich okay, muss man halt sagen. Dass man halt versucht, noch ein paar Leute zu denyen, damit man es halt einfach alles ein bisschen runterbrechen kann. Das hat aber leider Empire hier nicht geschafft gehabt. Schade. Damit jetzt mal wieder, muss man einfach sagen, eine Runde für G2 und damit der 5-5-Ausgleich und das brauchen sie jetzt hier auch. Ja, das ist so ein, wir sagen immer ganz gerne, ein Befreiungsschlag, sich von diesem zum Fluch, der dann irgendwann auf einem lastet, weil man einfach nichts mehr, Entschuldigung, dass ich jetzt so sage, aber geschissen bekommt, sich da auch loszusagen. Und das könnte ein ganz wichtiger Moment sein, denn 5-5, wir haben es vorhin schon angemerkt, wenn G2 jetzt diesen Aha-Moment hat, diese Lücke findet in der gegnerischen Defense, dann kann das hier definitiv noch gedreht werden. Und Empire weiß leider zu gut, dass es definitiv möglich ist. Schauen wir mal. Runde Nummer 11, meine Lieben. Wir gehen rein. Garage ist der Place to be. Garage, muss man sagen, lief ja schon mal sehr gut. Auch auf beiden Seiten, finde ich, haben sie sich da gut positioniert, haben auch immer wieder schön mit der Vertikalen gespielt, was wir ja auch immer wieder sehen. Und ich sag mal so, nur weil man etwas häufig sieht, heißt es nicht, dass es auch häufig gut ist, sondern es ist häufig einfach nur, weil man es macht. Und man kennt das so, also macht man das so. Ob es gut gespielt ist, das zeigt sich dann meistens immer auch so ein bisschen an dem, ja, an dem Frag-Verhalten. Denn gerade weil es häufig gespielt wird, weiß natürlich auch der Gegner, aha, die werden da und da und da stehen, also können wir oben rein und die erstmal rausnehmen, um dann unten aufzuspielen. Ne? Da meine ich, das ist dann manchmal, muss man da einfach gucken, gerade wenn es ein Spiel auf Augenhöhe ist, wer hat da einfach die besseren Ideen und kann auch so ein bisschen abweichen, denn wenn du immer auf derselben Position sitzt oder immer wieder aus demselben Fenster schaust, um da schnell mal an den Start zu gehen, das ist meistens nichts Gutes, lasst euch das gesagt sein. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt spielen wir Garage, das haben wir in Runde Nummer 8 schon mal gespielt und das hat Team Empire gewonnen, also es ist hier möglich. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, ne? Ich bin kein Therapeut und irgendwie kein Psychologe, aber sollte G2 hier jetzt diese Runde 11 machen, dann steht 6-5, ich glaube, dann haben sie das Match, weil dann kommt das, was Team Empire wirklich oft verfolgt, eben dieses kurz vorm Schluss den Sack nicht zumachen können, trotz guter Leistung, das muss man ja immer wieder sagen. Team Empire spielt ja jetzt kein unterirdisches Rainbow, also auf jeden Fall kein Rainbow, dass man sagen würde, sie sind verdient letzter Platz. Also heute spielen sie auf alle Fälle kein unterirdisches Rainbow. Also das ist halt ein sehr schönes, spannendes Match, muss man dazu sagen. Mit einem Empire, was sehr, sehr gut unterwegs ist bisher. Im Gegensatz zu dem, was man sonst so gesehen hatte, leider. Überhaupt nicht. Also wenn man nach dem Spiel gehen würde, würde man sagen, was passiert? Waren da jetzt irgendwie die letzten Male die Monitore aus oder was? Das ist schon ein ganz anderes Play, muss man einfach sagen. Und das Beste bisher, das wir gesehen haben. Und selbst... Also da wollen sie jetzt auch G2 wirklich straight hin zum Spot spielen. Yellowstairs-Kontrolle haben, eigentlich im Grunde nur den Breach aufmachen. Danach wahrscheinlich das ganze Utility-Denyen auf den Spot und dann halt einfach unten reinlaufen und da auf Plan spielen. Ich glaube, das werden sie nicht gewinnen. Wenn sie es verlieren, sage ich einfach mal ganz klipp und klar, dann haben sie heute sich Confidence geholt und davon einen ganzen Eimer. Ja gut, leider kannst du dir von Confidence in der Tabelle nichts kaufen, das wissen die Teams auch, aber du hast natürlich recht. Also es ist fürs Wissen irgendwie ganz nett, aber auf der anderen Seite wird überwiegen, dass man es dann vielleicht wieder mal nicht geschafft hat. Ja, möglich ist es. Vielleicht geht man auch in die Overtime und hat sich dann zumindest schon mal einen Punkt geholt. Also, das wäre natürlich ein Träumchen. Ich kann es nicht deuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Team Empire immer noch absolut gefährlich. Gerade eben haben sie sich ein bisschen verhaspelt, weil man auch zwei Leute früh verloren hat. Deswegen sagte ich, das ist bestimmt der Knackpunkt in dieser Runde. Und auch jetzt muss man wieder auf Joystick verzichten. Ja, aber guck mal, wie lange Citizen und G2 gebraucht hat, um Joystick da oben rauszuziehen. Zwei Minuten, man hat jetzt nur noch 55 Sekunden. Ja, die haben ja vorher nichts gegen Joystick gemacht. Die haben ja nicht gegen ihn aufgebaut. Die haben ja jetzt nur den Breach gesetzt, erstmal abgeaimt, den Breach durchkommen lassen jetzt. Und jetzt gucken sie halt, dass sie sich irgendwelche Engels suchen scheinbar, womit sie halt gleich ein paar Leute in der Rotation erwischen können. Und das ist für die Defense schon ganz gut. Jetzt muss man halt schauen, dass man gut steht. Warum Citizen immer noch oben am Connector-Window rappelt, geht jetzt rein, also man will jetzt einmal von oben nach unten durch.
natürlich über den schnellen Weg Yellowstairs, aber auch das kostet Zeit. Die Frage ist, wie steht Team Empire jetzt? Wir haben 1, 2 on Spot, die ich direkt sehe. Dan holt sich Virtue raus, Uno Meister hinten, aber mit dem Killern Shepard, Sizer mit dem Refrag, das ist wichtig. Jetzt gibt es das Brett von Dan, C4 connected nicht, glaube ich. 2 gegen 3 Situation. Jetzt wichtig, jetzt wird da vorne geplantet. Jetzt wird da vorne geplantet. Kanto bekommt den Kill gegen Always, Dan aber gegen Kayak. 1 gegen 2 Situation. Es ist nur noch 10 Sekunden. Man muss jetzt eigentlich auf Kill. Nee, man geht auf Plant. Man geht und auf damit verloren. Dan ist da und Dan gefällt mir so, so gut. Und es ist dieser wichtige 6. Punkt. Ja, das war, wie gesagt, für mich schon ein bisschen vorhersehbar. Ich habe es ja an Rundenanfang schon gesagt gehabt, dass das nicht gut aussieht. Dass sie jetzt halt eigentlich nur einen kompensierten Aufbau machen und dann den halt irgendwie doch innerhalb der Runde eingefallen ist. Wenn wir jetzt da unten reinrennen, könnte es wohl doch tendenziell problematisch werden. Gehen wir mal lieber noch mal oben CEO rein und gucken, dass wir von CEO mindestens Vision kriegen, vielleicht auf Piano. Und das wurde halt auch denied. Da oben ist ja nämlich Citizen gestorben, relativ früh von Dan, wenn ich mich recht entsinne. Der hat ihn ja da oben weggebombt gehabt, den CEO. Und bums, war das ganze Ding hier auf einmal erledigt gewesen. Schade. Ich bin gleich wieder da. Und Dan gefällt mir so, so gut. Und es ist dieser wichtige 6. Punkt für Team Empire. Jetzt heißt es Matchpoint oder Overtime. Ja, er ist zum einen ist er der Dosenöffner, wie ich so gerne sage. Also der, der häufig die ersten Frags macht, aber auch der Hungrigste. Also der, der auch die Dose dann aufisst. So wie in dem Falle, er bleibt am Ball, schließt dann das Ganze mit Übersicht einfach ab. Also wie gesagt, man kann echt festhalten, dass es ein Empire, wie wir es diese Season einfach noch nicht gesehen haben.
Dan trifft massiv, ist aber auch nichts Neues. Dan hat schon immer sehr gut getroffen gehabt. Damals, wo er frisch reingekommen ist bei Empire, hat er sein Team erstmal mit auf den zweiten Platz geschossen, damals bei den Six Invitational 2019 oder 2018. Ey, ich mach den ganzen Spaß einfach schon zu lange, keine Ahnung, im Grunde. Müsste ich jetzt nachgucken, bin ich gerade zu faul. Er war schon immer sehr, sehr guter Spieler gewesen, durchgehend. Und mittlerweile haben wir hier auch scheinbar heute mal ein Empire, was gut zusammenspielt, was auch mal Alternativen aufzeigt, wie man aufspielen kann, als nur, wir bauen immer über Admin auf. Also Alternativen für sie im Grunde, ne? Und das ist halt mal sehr, sehr erstaunlich, dass wir halt von einem Tag auf den nächsten so eine Veränderung bei diesem Team sehen dürfen. Da könnte man ja fast die Aussage zurücknehmen, die ich am Anfang innerhalb des Matches angebracht hatte, wo ich halt meinte, man könnte überlegen, ob man da vielleicht mal was am Team ändern sollte, was die Spieler betrifft oder vielleicht im Backup-Stuff. Aber scheinbar scheint man sich jetzt dementsprechend mittlerweile bewusst worden zu sein, dass das halt so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann und dass man was umstellen muss. Und das ist wohl eindeutig passiert. Und 5-6 jetzt für den Empire, der eine Punkt ist safe. Den haben sie jetzt schon mal safe. Sie können jetzt maximal noch auf Unentschieden spielen, sein Institut. Dann gehen wir in die Overtime, dann wird gesplittet, 2 und 1 Punkt. Und dann wäre das schon mal ein erster kleiner Etappenerfolg für Empire. Aber ich sage euch auch noch mal ganz, ganz eindrücklich, sie werden diesen einen Punkt zwar brauchen, aber nicht auf diesen Spielen. Sie wollen die 3 Punkte und das merkt man heute mehr denn je. Und ich bin sehr gespannt, ob man das jetzt vielleicht sogar über diesen Spot hinbekommt. Und zum ersten Mal an diesem Tage frage ich euch wirklich von ganzem Herzen, weil es mich wirklich interessiert, weil wir auch viele, viele G2-Fans da haben. Hashtag sagt zu oder Hashtag Overtime. Sagt mal, wie die Stimmung ist. Interessiert mich gerade wirklich brennend, wie bei euch die Stimmung ist. Ich glaube, wenn ich unsere Zuschauer, also wir kennen unsere Zuschauer jetzt ja schon ein bisschen, ne? Und seitdem diese Kanalpunkt-Geschichte ist, kann ich mir vorstellen, dass richtig, richtig viele Leute richtig viel Kanalpunkte auf G2 gesetzt haben, weil ist ja eigentlich eine sichere Bank. Hätte ich vielleicht auch so gemacht. Es ist es, glaube ich, 300 Leute zu 100 Leuten gegen Empire. Oh, ja, das ist, das ist ordentlich. Also für die Kanalpunkte und den Frieden auf unserem Twitch-Kanal wäre es wahrscheinlich sinniger, wenn G2... Ich weiß auch, die Kanalpunkte sind doch sowieso Rotz. Die bringen doch eh nichts. Ich weiß gar nicht, warum das irgendwie promoted wird, im Grunde, mit den Kanalpunkten, weil die gar keinen Mehrwert bieten. Aber jeder, wie er mag. Du gewinnst, sonst geht die Revolte los, ja. 500 zu 100 sogar, aber wow. Ich bin ganz ehrlich, ich würde es Team Empire so gönnen, weil sie arbeiten wirklich und sie sind so oft irgendwie an Punkten vorbeigeschraubt. Und es würde natürlich auch die Tabelle insgesamt ein bisschen spannender machen, wenn jeder was vom Kuchen bekommt. Sie haben es sich verdient. Mal schauen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Also jetzt muss G2 so langsam in die Zauberkiste greifen. Denn mit normalen Standards, hat man ja schon gesehen, kommt man ganz offensichtlich heute nicht so weit. Und das ist auch das Erste, wo man mich heute strafend oder lügend spricht. Denn ich hatte ja gesagt, es reicht, wenn G2 heute Standards spielt. Haha, nee. Da hat der Fox wohl selber ein bisschen die Jungs unterschätzt. Was jetzt auch nicht verwunderlich ist, denn sie haben ihm bisher nicht viel erreicht. Aber ich bin gerne der Lügner. Wenn so ein Spiel dabei rumkommt, dann nehme ich das gerne auf meine Kappe. Ich wollte gerade sagen, mir ist auch alle Prediction egal, wenn es ein gutes Match wird. So, Dan absolut bekommt ein paar Hits, weil natürlich bekannt ist, dass er ist. Er droppt jetzt runter. Dodge die zweite Nade von Kanto. Das ist wichtig. Man spielt da unten den Lobby-Spot im Erdgeschoss. Citizen hier jetzt in Visa. Tatsächlich eine durchaus wichtige Position, weil er jetzt von einer Seite drum machen kann, die... Und jetzt spielen sie relativ default-lastig auf. Sie kommen jetzt über Admin, holen sich Meeting, um von da aus dann irgendwann auf den Lobby-Go zu gehen, wo wir vorhin eigentlich nur gesehen haben, dass G2 kurz Garage reingegangen ist, die Hedge aufgebreached hat bei Shower, um dann auf den Go zu gehen über Yellowstairs rein im Piano. Diesmal wollen sie halt anders spielen. Da bin ich gespannt, ob sie das halt auch schaffen. Zurzeit sieht das ja nicht so gut aus, ne? Wir haben jetzt 1 Minute 30, wir haben jetzt zwar passiv die Kontrolle über Meeting, da wir den Spieler aus Meeting rausgekriegt haben, haben aber bisher noch nicht so viel erreicht, muss ich halt sagen. Weil oben sind ja immerhin noch mindestens 2 Spieler. Wir können jetzt also noch gar nicht so viel anfangen mit der Area. Gerade keine Rolle spielt, denn Visa ist nämlich niemand, auch wenn Virtue dort oben jetzt über ihm ein bisschen rumhantiert. Man will natürlich den Upper Floor haben. Ja, na klar, den braucht man im Idealfall auch. Das ist ja so ein bisschen der Standard dort. Der Upper Floor ist ja Dreh- und Angelpunkt sehr, sehr lange gewesen und ich finde auch immer noch ein sehr, sehr guter Anspielpunkt für diesen Spot an sich. Auf der anderen Seite, wir sehen gerade, wie Empire verteilt ist auf dieser Map. Guckt es euch einfach mal an hier. Circle Stairs, Yellow. Wir haben jemanden direkt nochmal unten nahe Bathroom. Shepard ist, glaube ich, sogar noch eins drunter. Also ich finde es so krass, dass G2 in so einer Situation wirklich die Ruhe hat und sich auch die Zeit nimmt und sagt, nö, wir drohen nochmal, wir machen uns jetzt hier einen guten Plan. Das ist ihnen halt immer wichtig. Mhm. Und das sieht man hier ganz gut. Jetzt wird nämlich gleich von mehreren Seiten
Also ich glaube nicht, dass im Grunde G2 hier gerade den Plan hat. G2 spielt jetzt rein, wartet eigentlich darauf oder hofft, dass Empire irgendwelche falschen Schritte einleitet gegen sie. Und zwar halt irgendwo hin rotiert, irgendwie auf Frag spielen möchte, damit sie da mal ein paar Leute ausrasten lassen können. Das passiert gerade nicht. Und jetzt müssen die halt den Weg finden, wie sie jetzt trotzdem weiter reinspielen können, ohne natürlich in diese Passivenge zu laufen, die jetzt natürlich Empire hält. Koordiniert zugegriffen. Dafür ist G2 einfach auch bekannt, dass sie sowas sehr, sehr gut können im Vergleich zu anderen Teams. Und Empire muss das irgendwie halten. Das wird gleich ein richtiger Mexican Standoff. Die Frage ist, wer fällt zuerst oder welches Team fällt zuerst? Citizen eröffnet mit Shepard. Jetzt geht's gleich los. Hier vorne die Smokes kommen. Es wird gleich auf Plant gegangen bei Kayak. Citizen bekommt Dan. Sehr schön. Dann kommt hier Always. Und das ist dann so gut gespielt von G2. Wirklich super. Flawless Runde, sogar 18 Sekunden. Sauber. Sauber. Und das ist ja das, was ich meinte. Die müssen jetzt den Weg um die Jungs herumfinden, damit sie denn auf Plan spielen können. Und das haben sie gerade getan. Die haben jetzt ein Hold gespielt, haben eigentlich gehofft, dass die Jungs jetzt irgendwas machen, haben halt aber Meeting-Kontrolle und wissen, wenn wir Meeting-Kontrolle haben, haben wir tendenziell haben wir Lobby-Kontrolle. Und jetzt heißt es für uns, wir müssen drumherum uns aufbauen. Und hier haben wir auch dann wieder dieses typische gesehen gehabt, wenn wir oben haben Meeting, können wir uns denn aufbauen hin von eben Statue alias Main, wie auch immer, ist jetzt scheißegal, und dann von hier aus irgendwo auf Plant gehen. Das haben wir früher eine ganze Häufigkeit gesehen, dass man halt über Visa, über Admin erstmal gekommen ist, hier die Kontrolle gesucht hat und dann versucht, hier auf Plant zu gehen. Dass man immer draußen einen Vor-Lobby hat, der die Leute hier wegschießt, dass du oben einen Hedge hast, der die Leute halt bei Ante, bei Shower Hallway wegschießen kann und hier einer steht, der dann mal die Leute bei Zulu wegballert. Nochmal eine schöne Runde. Empire da vielleicht doch zu passiv gewesen. Und leider Shepard lässt es heute nicht scheppern. Weil der ist sonst prädestiniert dafür, das eigentlich alles wegzuballern. 5 und G2 gewinnt diese Runde flawless, wir gehen in die Overtime. Ja, das war wirklich jetzt, also da muss man sagen, das war wieder so ein typisches G2-Play. Hat lange gebraucht, man fragt sich eine Zeit lang, was machen sie? Sie bauen im Idealfall meistens auf, ne, immer so ein bisschen anders. Und dann diese Zugriffe, das können sie einfach, also das ist ihre absolute Stärke. Und an der Stelle muss man vielleicht sagen, war es nicht die cleverste Idee, sich so weit voneinander aufzustellen. Es war eine gute Idee, ich finde Empire hatte auch, sag ich mal, einfach was gewagt. Es hätte gut funktionieren können, vielleicht wären sie auch komplett anders aufgespielt. Sie haben sich aber für diese Variante entschieden und damit sind wir in der Overtime. Und ich finde, das hat dieses Spiel auch absolut verdient, diese Overtime. Was natürlich jetzt wieder ein bisschen ärgerlich ist natürlich für Empire, aber dem Spiel gönne ich's. Und euch da draußen natürlich auch. Ja, das Problem war einfach, G2 hat was gemacht, was eigentlich in der Theorie nicht so schwierig ist. Sie haben vorne gesmoked, sind auf Plant gegangen. Und dieser Move alleine hat so eine unfassbar krasse Kettenreaktion ausgelöst, weil die Spieler von Empire wie so ein Hühnerhaufen angefangen ist zu rotieren. Wir haben es gesehen, die Lucy ist irgendwo wild rumrotiert, Citizen hat 2 Spieler in der Rotation rausbekommen, weil halt alle nach vorne gelaufen sind, um halt eben diesen einen Plan zu denyen, weil das der Rundensieg gewesen wäre. Und vielleicht muss man in so einem Moment, ähnlich wie G2 es ganz gerne macht, einfach mal durchatmen und sagen, okay, die gehen jetzt auf Plan, das ist Mist, aber wir müssen überlegt zugreifen. Ja. Weil, also natürlich 5 gegen 5 Postplan-Situation gegen G2 ist mit Sicherheit nicht einfach. Schwieriger ist es aber, wie so ein Hühnerhaufen durch die Gegend zu laufen und nicht so Leuten wie Citizen oder Kayak reinzurennen. Nochmal ganz kurz, bevor es hier gleich in die entscheidende Phase geht. Ist das Positioning, also die Rollenverteilung jetzt in der Overtime für dich ein entscheidender Knackpunkt, dass Team Empire jetzt zweimal im schlechtesten Fall die Attack spielen muss? Naja, sie haben vorhin in der Attack, also natürlich, statistisch gesehen ist die Defense besser. Also leicht bevorzugt. Auf der anderen Seite hat Empire jetzt eben 6 Runden Defense gespielt. Vielleicht tut es immer wieder ganz gut, in die Rolle zu wechseln. Da weiß man ja, finde ich immer noch nicht, ist das ein Nachteil? Immerhin haben sie schon mal einen Opening-Fact gezogen, ne? Und das halt an Uno. Das ist halt schon wichtig gewesen, gerade wenn es halt ein Witcher ist, der halt so früh flöten geht, ne? Wo wir ja wissen, dass Witcher ja prädestinierter Roma ist. Im Grunde könnte das halt schon ganz gut sein, dass sie hier gerade in der Attack anfangen. Oder ein Vorteil, nach 6 Runden die Rollen zu wechseln und nicht sozusagen aus seiner Rolle beharren zu bleiben. Am Ende gewinnt der Bessere natürlich, also ich würde vom Bauchgefühl her sagen, es ist ein Vorteil für G2. Mhm. Aber G2 hat meiner Meinung nach jetzt eh das Momentum. Man hatte nämlich Matchpoint bei Empire, konnte den nicht verwandeln und das nennt man dann auf einmal doch Psychologie, obwohl ich kein Psychologe bin, weil man, glaube ich, Angst vorm Verlieren gerade wieder hat. Möglich.
möglich wäre es, die Hälfte der Zeit ist auch schon um und außer Uno, den man zu Recht jetzt da erstmal rausnimmt, weil er auch schon 10 Kills auf dem Kasten hat, da natürlich nicht mitspielen lassen möchte. Verständlich, aber so richtig Vorteile hat es für das Team Empire noch nicht gebracht. Mal schauen, was sie mit ihren Positionen jetzt anfangen können. Und wieder läuft ihnen die Zeit so ein bisschen davon. Man steht da in den Startlöchern und man steht da total für Kajak natürlich zum Abholen bereit. Das hat mir jetzt echt in der Seele auch schon fünfmal geworfen. Das hat mir jetzt echt so in der Seele weh, dass der da so still und starr stand und nichts machen konnte, weil er warten musste. Shepard jetzt aber mit dem Plant. Sehr, sehr wichtig. Kanto kommt um die Ecke, Scyther holt sich Kajak. Und er sieht den Plant, aber der Plant ist tot. Das war zu spät. Jetzt wird's interessant. 3 gegen 3, Kanto Raketti, nicht mehr der Frischste hier an der Oberfläche. Das verlieren sie. Mal gucken, was. Also, das verliert jetzt G2, das werden die niemals gewinnen. Was jetzt hier wird, 35 Sekunden. Man geht teilweise sehr weit weg, man holt sich hier Citizen raus. Ganz wichtig, da die erste Rotation oder die Back-Rotation zu kappen. Jetzt wird's super interessant. Dan holt sich Virtual und Kanto Raketti ist der Letzte. Und Team Empire holt sich die erste Verteidigung in der Overtime und damit eine ganz, ganz wichtige Runde für die sie. Erste Attack, meint er, ne? Jetzt wieder in ihre absolute Paraderolle in die Defense wechseln. Weißt du, und ich halte hier so 20 Minuten Referat darüber. So, wie gut das für Empire ist, wie gut das für G2 ist. Der Opening-Frag war halt relativ gut gewesen, ne? Und dass man dann halt die Kontrolle über Meeting hatte und da halt nicht Joystick, dass der Jäger halt einfach zu spät über Statue reinkam, wieder in Lobby, um einen Plan zu denyen. In der Dev starten und dann legt Empire. Das war halt Timing, ne? Ja, so eine, ja, schon fast rotzfreche Attack hin. Man kriegt den Opening-Frag gegen sich. Mit dem C4, dann steht es irgendwie in einer 4-4-Situation, weil man Virgil rausnehmen kann. Hm. Und dann denkt sich Scyther so, moin, Alter, vorne rein da, auf geht's. Kanto hatte das, glaube ich, am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Ist dann nach vorne, hat er dann auch den Support von Citizen bekommen. Aber halt müh zu spät. Und damit jetzt hier Team Empire im Overtime-Matchpoint. Und das würde bedeuten, 2 Punkte mehr auf dem Scoreboard. Ja. G2 nur 1 Punkt. Für beide wahrscheinlich nicht so richtig gut zufriedenstellend. Aber Team Empire würde damit zeigen, Kampfgeist lohnt sich. Ja, und vor allem, wir sehen es ja auch im Live-Ranking, es ändert nichts an der Position. Also 8 würden sie auf jeden Fall schon mal hochgehen. Und das ist einfach schon mal 2 Punkte besser als 10. Braucht man kein Mathematiker sein, um zu wissen, man ist der Tabelle einfach das so... Das ändert nichts an der Position. 8 ist schon mal besser als 10? Dann ändert das ja was an der Position. Es ändert nur zurzeit nichts bei G2 an der Position. Weird. Ein bisschen dankbarer entwichen. Und dieser letzten Position dort auch. Natürlich kann heute noch alles passieren, aber... Das wird ihnen gut tun. Egal wie, es wird ihnen gut tun. Ich bin jetzt echt, also ich sitze hier echt schon so ein bisschen auf heißen Kohlen und frage mich jetzt echt, kann G2 das Ding nochmal ausgleichen? Und ich frage diese Frage gern nochmal an euch, weil ihr auch so fleißig da im Chat schon miteinander diskutiert, wie es hier weitergehen könnte. Hashtag Sack zu oder Hashtag Comeback. Das ist jetzt die große Frage. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt, Empire gewinnt. Ich meine, dass Empire heute das Ding für sich beanspruchen wird. Vielleicht jetzt auch über diesen langen Marathon. Ich bleibe dabei, Team Empire hätte es verdient, weil sie so hart an ihrer Performance gearbeitet haben. Ja, man sieht heute nicht, dass der Vierte gegen den Zehnten spielt. Nee. Das muss man wirklich so sagen. Und das spricht immer eher für den Schlechtplatzierteren. Und man muss sich dazu erinnern, ne? Es gab so ein, zwei Runden, wo man gesagt hat, die hätte Team Empire eigentlich haben müssen, weil man die ganz schön geworfen hat. Ich erinnere da an das Ace von Uno, wo man ihm freudestrahlend reingelaufen ist. Dann wäre jetzt schon durch, ne? Dann wäre jetzt durch hier. Und wahrscheinlich sogar mit 3 Punkten, also wild. Aber ich sehe noch ganz viel Comeback bei euch. Und das ist vollkommen richtig, dass ihr da noch dran glaubt. Denn es ist halt einfach viel zu knapp, um sich auf irgendeine Seite zu schlagen und zu sagen, easy cheesy. Das auf jeden Fall nicht. Boah, Joystick bekommt hier so Druck. Aber G2 weiß, sie müssen ihn oben rausziehen. Citizen unten mit dem Killer und Scyther. Ist natürlich ärgerlich, hier Mossy so früh zu verlieren, auch aufgrund des C4s. So, wird schon nochmal am Drohnen. Man will Joystick oben so hart raus haben. Wird überdrohen, hat sich jetzt aber bemerkbar gemacht. Boah, man kriegt den Gunfight dann nicht hin, Virtual mit dem Kill. Und da ist so ein bisschen die Frage, muss Joystick diesen Gunfight eingehen? Kann er nicht einfach abwarten? Man hatte den Opening Frag schon gegen sich, 5-3-Situation. Dan, aber die Sache ist jetzt, die schinden da oben halt einfach nur nochmal Zeit, ne? Also deswegen wird er halt aggressiv nochmal ein bisschen reingehalten in G2, denke ich mal, dass man da halt probiert, die Leute noch ein bisschen mehr zu beschäftigen, damit sie es nicht schaffen, irgendwie so schneller gegen Piano zu kommen, ne? Deswegen halt ein bisschen Aggressivität, damit ein bisschen mehr Zeit rausholen aus den Gegnern. Sollen sie doch gut versuchen, mich oben zu holen? Haben sie denn getan? Haben jetzt aber nur noch 50 Sekunden, um halt mal vertikal anzuspielen, den Breach zu setzen und dann in die Area reinzulaufen. Gegen 5. Das
wird nicht einfach Citizen, macht jetzt sozusagen die... Aber da ist das Ziel ganz gut, was sie gerade machen. Sie bauen von vorne auf, sie bauen vertikal auf und sie kommen von Lockers. Also von hinten, von vorne und von oben. Das sieht an sich jetzt gerade aufbautechnisch gar nicht so schlecht aus. Von hinten, damit kann sich die Defense nicht mehr nur auf eine Seite konzentrieren. Das funktioniert nicht. Virtue kommt dazu, so wird jetzt von Westen und Osten angegriffen. Shepard muss hinten absmoken. Kandora Kettig steht close an den Bottom Spirals. Der Smoke auch dahin, das ist nicht schlecht gemacht. Und Dan könnte jetzt mit dem Backstep kommen, aber Virtue hat ihn auf dem Schirm. Das ist so smart. Always put the citizen. Wichtig, Kanto muss ein bisschen aufpassen. Yellow Stairs steht, ich weiß nicht, wer es ist. Sieht ein bisschen aus wie Virtue. Boah, und Kajak pusht einfach durch. Stark. Oh, Shepard, lass mich. Blöde Runde nochmal. Also das haben sie wirklich nochmal gut gemacht, muss ich sagen. Sehr schön, dass sie da von hinten nochmal aufgebaut haben, von hinten und von vorne Druck auf den Spot gebracht haben, plus halt oben nochmal einen hingesetzt hatten, der halt versucht, oben nochmal die Spieler zu beschäftigen, die sich da irgendwo Piano und sonst was rumtreiben. Sehr schöne Runde nochmal von G2. Bin trotzdem der Meinung, dass wohl hier eventuell noch Empire das Ding gewinnen könnte. Kanto holt in sich G2, holt sich Runde 14 und wir spielen volle 15 Runden hier. G2, hast du gerade gemerkt, die haben sich diesen typischen, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, diesen Duellierhandschuh angezogen. Ja, diesen Fein. Ja, genau. Und da gibt es so einen schönen Film, der nennt sich Der Hofnarr, ihr Lieben. Der ist Asbach uralt und da wird ihm quasi so dieser Handschuh entgegengeschleudert und er schmeißt ihm dann so einen Ritterrüstungshandschuh ins Gesicht und ist sofort instant down. So wirkt das so ein bisschen, ne? Man will hier definitiv auch einfach nochmal alles reinhauen. Und jetzt, meine Lieben, gibt es keine Ausreden mehr. Der nächste Punkt gewinnt. G2 oder Empire. Und Empire geht jetzt in die vermeintlich schlechtere Position, G2 wieder in ihre Comfortzone. Ah, Kinder, ich glaube gerade an gar nichts mehr, weil ich einfach nicht mehr, also zumindest von meinen Statistiken und zu dem, was ich gesehen habe, nicht mehr rational sagen kann, das macht jetzt der oder der. Keine Ahnung. Ich gebe ein letztes Mal diese Frage an euch. Wer gewinnt? Hashtag G2 oder Hashtag Empire? Wer macht den Sack jetzt zu? Wer holt sich das Ding? Punkteteilung ist schon drin. Wer kriegt zwei? Wer kriegt einen Punkt? Das Ding wird jetzt entschieden. In 20 Sekunden beginnen die letzten 3 Minuten dieses Matches. Ja, und der Chat sagt G2 Army. Also da haben wohl ganz viele Leute noch Hoffnung hier in die Orga, die ja in Berlin sitzt. Mal sehen, wie Runde Nummer 15 ausgeht. Kann Team Empire nochmal eine Attack gewinnen? Sie haben es ja in Runde... Also ich denke mal, das liegt jetzt daran, ob sie einen guten Opening-Frack hinkriegen. Das haben sie ja vorhin gezeigt gehabt gegen Uno. Ob sie denn den Puls rauskriegen. Und dann ist der nächste Faktor Virtue. Also Kajak und Virtue, so, das sind die wichtigen Leute, die jetzt halt Empire denyen müsste im Grunde, um dann eine solide Attack durchzubekommen. 13 einmal gezeigt, dass das durchaus geht. Ich kann dir nicht sagen, was mein Bauchgefühl ist. Ich kann es auch nicht mehr sagen. Mein Bauchgefühl ist einfach vollkommen wirr gerade. Ja, also ich gönn's jetzt einfach dem, der es macht. Das haben sich beide absolut verdient. Und das ist halt das Gute an dieser Overtime. Niemand geht leer aus. Ja, das stimmt. Aber niemand geht halt auch so wirklich mit gestählter Brust raus. Weil Punkteteilung ist halt, ihr habt beide euer Bestes gegeben. Bitteschön. Ja, das ist ein bisschen wie die Teilnahmeurkunde bei den Bundesjugendspielen, Freunde. Also damit kenne ich mich aus. Ja, ich bin auf beiden Seiten zum Glück. Ja. Absolut. Da spielt sie die Musik zur letzten Runde, meine Lieben. Die schöne Waiting Room Musik. Und man will jetzt hier aufbiegen und brechen auf diesen Spot drauf. Und der Spot ist jetzt tatsächlich auch der Basement-Bereich, der uns schon einige Male jetzt hier absolut fasziniert hat. Nee, der Visa-Bereich, ne? Ist doch Teller Acker. Ich glaube, Teller Acker ist. Ja, Teller Acker ist. Du hast absolut recht. Boah, da gibt es das Brett. Opening gegen Kanto. Huiuiuiui. Das wird jetzt wild hier. Jetzt haben sie, wie gesagt, den Opening-Frack geholt. Das ist ja das, was ich meinte. Das könnte relativ förderlich sein, wenn Empire das schon mal hinkriegt. Und wenn sie jetzt es noch schaffen, Echo und Puls zu denyen, dann sollte das wohl relativ machbar werden, die Runde. Aber es ist halt nur noch 1 Minute und 24 Sekunden Zeit. Ich denke, das wird sehr, sehr kritisch werden. Kaiser, der sie spielt und damit ich glaube, das wird nochmal so eine richtige Schwutzrunde gleich. Auch holt. Kandora Ketty hat es jetzt schon erwischt, ihr habt es gesehen. Das kennen wir vorher. Diesen Opening haben wir schon mal gesehen, nämlich vor 2 Runden. In der erneuten Attack von Team Empire, die sie dort spielen mussten. Und die Zeit läuft ihnen so ein bisschen aus den Händen. 3 Mann direkt jetzt bei Statuary. Versuchen sich auch neu zu positionieren und man kommt nicht so recht voran gerade. Das ist gerade ein bisschen ungünstig für Empire. Vielleicht wartet man auch noch auf den direkten. Ja, Crawl, dass es jetzt losgeht, dass wir jetzt zuschlagen. Das Problem ist, G2 macht gerade das, was Empire vorhin so super gemacht hat. Die sind auf Reisen und zwar unaufhörlich. Jeden Call, den du gibst, der ist schon alt.
weil man sich so schön positioniert und immer wieder umpositioniert auch. Man hat jetzt zumindest schon mal den First Floor geändert. Damit jetzt auch den Visa-Bereich. Und man sieht hier mit Kajak, wie er auch callt. Wir haben dort einen, und auf den könnte kommen. Und es kommt. Holt dich Seiter raus. Shepard aber der Blätter. Der jetzt erstmal denied wird. Jetzt nochmal der zweite Versuch. Umpositioniert. Auf eine Stelle, die nicht mehr ganz so günstig ist. Aber Kajak ist noch unten. Und das Ding wird landen. Und es landet. Udo holt sich. Shepard aber der Blätter ist durch. Der holt sich Kajak. Joyce holt sich Udo-Meister. Du-on-Two-Situation hier. 38 Sekunden, um den Retake zu setzen. Citizen und Virtue müssen es regeln. Man hat das Ding jetzt komplett umgedreht. Und das war super glücklich für Empire. Dass das noch funktioniert hat. Jetzt nochmal gucken, nochmal schauen, wo hat man sich denn positioniert? Wo ist denn der Blender? Wo kann man denn jetzt sich noch positionieren? Damit hat G2 nicht unbedingt gerechnet und sie müssen Gas geben. 19 Sekunden noch auf der Uhr. Der Visa-Bereich ist soweit erstmal clear. Vermeintlich clear, denn man ist nach unten rotiert. Will das Ganze jetzt auch von unten halten. Und jetzt muss man einfach gegen spielen. Muss nochmal abbrechen und das war's gewesen. Das wird nichts mehr. Empire hat das Ding auf jeden Fall sicher. Oh mein Gott. Ich wollte schon sagen. Ganz knappe Kiste. Aber wie gesagt, das ist halt das, was ich meinte. Es wird wahrscheinlich nochmal so eine richtige Schmutzrunde werden. Und das ist halt im Nachhinein gewesen. Also die haben ja halt den Opening-Frack gezogen gehabt, konnten dann halt eine ganze Zeit lang nicht auf den Spot und haben dann einfach auf Biegen und Brechen versucht, da rauf zu gehen und immer wieder Leute reinzuschicken, auf den Plan zu gehen. Die C4s haben dann halt nochmal schön alles denied gekriegt im Grunde. Aber sie haben trotzdem den Plant durchgekriegt, konnten den Retake abfangen und haben dann im Nachhinein das clevere Positioning gehabt. Also genau das, was ich halt erwartet habe, ist im Nachhinein passiert. Und damit halt Empire gewonnen, muss man hier sagen. Auch verdient gewonnen. Sie haben gezeigt, sie können sich innerhalb der EU-League doch noch behaupten. Ich habe es ja immer schon wieder innerhalb dieses Matches angesprochen gehabt, dass sie sie nicht so aufgespielt haben wie die anderen Matches. Sie haben sehr variantenreich reingespielt. Sie haben sehr Teamplay-mäßig reingespielt. Frag-mäßig lief es auch heute sehr, sehr gut für die Jungs. Das ist alles das, was wir in letzter Zeit meistens bei Empire nicht gesehen haben. Und damit her auch wirklich ein sehr schönes Match gewesen gegen G2. G2 halt meistens so ein bisschen leichte Timing-Probleme gehabt. Und das war jetzt ein bisschen unschön teilweise, ne? Aber im Grunde, es war ein sehr schönes Empire hier gewesen, was wir gesehen haben.